Die Veranstaltung wird es so ablaufen, dass sowohl Zvi als auch ich einen etwas mehr als halbstündigen Vortrag vortragen werden. Das heißt, insgesamt werden wir über eine Stunde reden. Und danach werden wir eine Raucherpause machen. Und danach werden wir die Diskussionen führen. Ich hoffe, dass da noch Leute geblieben sind. Ansonsten wäre es ein schlechtes Zeichen für uns hier vorne. Und wir werden dann danach versuchen, erstmal in der Diskussion mit Verständnisfragen zu beginnen, um dann mehr und mehr auch in die konfrontative Diskussion einzusteigen. Zvi wird von der Tendenz her eher den Part hier übernehmen, den Begriff des Kommunismus und die Sache des Kommunismus zu retten, während ich hier einen kritischen Vortrag dazu halte. Warum haben sich nach kommunistischen bzw. sozialistischen Revolutionen immer wieder Hierarchien und Herrschaftsverhältnisse entwickelt? Warum wurde der Spielraum für die freie Entfaltung des Individuums nicht etwa größer, sondern reduziert? Warum wurden die Individuen zu Rädchen im sozialistischen Getriebe? Nun gibt es von Kommunisten, die sich dem real existierenden Sozialismus verweigert haben, in verschiedenen Ausformulierungen immer wieder eine Antwort. Die Revolution hätten gut begonnen, wären dann aber, in den Worten Viktor Serges, durch eine Kaste von Parvenus, die sich im neuen Staat festgesetzt hätten, pervertiert worden. Zitat Ende. Parteifunktionäre, Bürokraten und Stalinisten hätten die Revolution verraten und die Macht an sich gerissen. Der Pferdefuß dieser Antwort, möglicherweise wird hier als Ursache des Scheiterns des Kommunismus etwas angegeben, was selber nur ein Symptom des Scheiterns des Kommunismus ist. Man könnte ja auch fragen, warum zeitigten die kommunistischen Revolutionen Bürokraten, Funktionäre und Stalinisten? Warum scheiterte die Revolution, nachdem sie gewonnen hatte? Scheiterte sie an bösen, machtgierigen Personen oder scheiterte sie an objektiven Problemen und Widersprüchen? Ich möchte drei Ursachen des Scheiterns des Kommunismus benennen, von denen ich glaube, dass sie mitzudenken sind. Ursache Nummer 1, Überheblichkeit. Vor 1917 war das selbstbewusste Auftreten von Kommunisten der Überzeugung geschuldet, man wisse, wie Gesellschaft besser einzurichten sei. Dann aber ist 1917 fortfolgend der Kommunismus seinen Ansprüchen in keiner Weise gerecht geworden. Wo Kommunisten seitdem ohne Selbstzweifel auftreten, handelt es sich meines Erachtens um Gehabe. Wie bei den Situationisten, in dessen Tradition sich Zvi begreift. Immer wenn ich mich an einen ihrer Texte versuchte, beschlich mich das Gefühl, hier klopft jemand gehörig auf den Tisch, ohne wirklich zu argumentieren. Hier herrschen große Begriffe und Gesten, ohne dass man aus den Texten schlauer wird. Hier verschleiert jemand die eigene Fehlbarkeit, indem er andere denunziert. Kurz, hier wird auf dicke Hose gemacht. Diese Überheblichkeit führt auch dazu, sich nicht mit objektiven Problemen auseinanderzusetzen, sondern drumherum zu reden. Damit kommen wir zu den anderen beiden Ursachen des Scheiterns des Kommunismus. Ursache Nummer 2. Die kommunistische Perspektive beruhte seit den Frühsozialisten auf der Idee,
durch eine rationale Planung der Produktion den allgemeinen Wohlstand heben zu können. Diese Idee bildet auch noch den Hintergrund der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie. Die kapitalistische Produktionsweise bestimmt Marx als eine, in der die gesamtgesellschaftliche Arbeit in Form von unabhängig voneinander organisierten Privatarbeiten vonstatten geht und sich der gesellschaftliche Charakter der Arbeiten hinterrücks erst auf der Ebene der Zirkulation in der verschleierten und verdinglichten Form von Preisen, Geld und Kapital offenbart. Noch dazu verselbstständigen sich diese Formen gegenüber den Menschen. Dagegen strebt Marx eine gesellschaftliche Organisation der Produktion an, in der die einzelnen Arbeiten von vornherein als Bestandteile der gesellschaftlichen Gesamtarbeit gehandhabt und organisiert werden. Dieser Idee einer gesamtgesellschaftlichen Kontrolle liegt einerseits das hoffnungsvolle Ansinnen zugrunde, dass die Menschen ihre Kräfte bündeln und planvoll und rational verausgaben, statt sich in der Konkurrenz aufzureiben und auszuboten und blindlings ökonomische Gesetzmäßigkeiten und Krisen zu erzeugen. Andererseits steckt in dem Ansinnen, die gesamtgesellschaftliche Produktion konzertiert zu organisieren, auch ein Größenwahn der Vernunft, wogegen beispielsweise der liberale Friedrich von Hayek einwendet, Zitat, die eigentümliche Aufgabe der Ökonomie besteht darin, dem Menschen vor Augen zu führen, wie wenig er wirklich über das weiß, was er zu planen können meint. Zitat Ende. Eine Makroordnung könne nicht geplant werden, so Hayek weiter. Gegen Hayek könnte eingewandt werden, dass gerade die Frühsozialisten keine zentral geplante Makroordnung im Sinn hatten, sondern eher Kommunen, die in sich planvoll funktionieren und nur beiläufig über ihre Grenzen hinweg ökonomisch verflochten sind. Nun würden Kosmopoliten vielleicht zu Recht einwenden, dass die Makroordnung, das heißt die ökonomische Vernetzung der ganzen Welt, nicht zugunsten lokaler Ökonomien rückgängig gemacht werden dürfe. Umso interessanter, dass Adorno, dem man nun nicht vorwerfen kann, dass er kein Kosmopolit gewesen ist, umso interessanter, dass Adorno die Ideen der Frühsozialisten aufgreift oder in Erinnerung ruft. Er weist auf die Entwicklung der Technik hin, die, Zitat, heute bereits die Zusammenfassung in hierarchischen riesigen Einheiten überflüssig macht. Adorno weiter. Es wäre möglich, die Gesellschaft so zu organisieren, dass sie in einer völlig rationalen Weise aus viel kleineren und friedlich miteinander existierenden Einheiten sich zusammensetzte. Aber gerade diese technologischen Möglichkeiten sind ja auf eine merkwürdige Weise vernachlässigt worden. Zitat Ende. Mit dem Aspekt der Dezentralisation akzentuiert Adorno den Aspekt unbeherrschbarer Gesellschaft wieder die Vorstellung einer perfekt und effektiv koordinierten Wirtschaft. Das unterscheidet den Autor der Dialektik der Aufklärung von Marx. Während Marx als Kind der Aufklärungsepoche auf die Allmacht der Ratio setzt, fürchtet Adorno deren Allmachtsanspruch und Kontrollwahn. Auf der Ebene der Subjektwerdung fürchtet Adorno die Herrschaft der Ratio über die innere Natur. Auf der Ebene der Erkenntnis fürchtet Adorno die Herrschaft des Begriffs über den Gegenstand. Auf der Ebene der Philosophie fürchtet Adorno die Herrschaft philosophischer Systeme über die Mannigfaltigkeit der Welt. Und auf der Ebene der Gesellschaft fürchtet Adorno die Allmacht der Ratio in Form einer verwalteten Welt. Das bedeutet nun umgekehrt nicht, dass der Irrationalismus die Rettung ist, sondern dass die Vernunft von ihrem Allmachtsanspruch ablässt und auf ihre eigenen Grenzen reflektiert. Gewissermaßen die eigenen Grenzen in sich selber aufklärt. Und hier gibt es meines Erachtens einen Gegensatz zwischen Adorno und den Situationisten, die am Allmachtsanspruch der Ratio unkritisch festhalten und großspurig die Kontrolle
ökonomischer Verhältnisse einfordern. Beispielsweise Guy Debord, der in Anspielung auf Freud und schön pointiert proklamiert, Zitat, wo das wirtschaftliche Es war, muss das Ich werden. Oder anders ausgesprochen, wo das wirtschaftliche Es war, muss das Ich werden. Zitat Ende. Das heißt, an die Stelle blinder Abläufe sollen vernünftig geregelte und reflektierte Abläufe treten. Damit greift Debord Marx Entfremdungs- bzw. Verdinglichungskritik auf. Die gesellschaftlichen Verhältnisse dürfen den Menschen nicht entfremdet gegenübertreten. Gesellschaft dürfe sich gegenüber den Menschen nicht verdinglichen, sondern muss von diesen beherrscht oder, wie Marx sagt, bemeistert werden. Ökonomie soll aufgeklärt, sie soll, mit einem anderen Worte Marx, durchsichtig werden und planvoll vonstatten gehen. An dieser Stelle möchte ich nun Passagen aus Adornos philosophischem Hauptwerk der negativen Dialektik zitieren, um seine Kritik an der Kritik von Entfremdung und Verdinglichung sprechen zu lassen. Also ich möchte jetzt Adorno gegen Marx und die Situationisten zu Felde führen. Zitat Adorno: Leicht bildet Denken tröstlich sich ein an der Auflösung der Verdinglichung des wahren Charakters, den Stein der Weisen zu besitzen. Aber wem das Dinghaft als radikal Böses gilt, wer alles, was ist, zur reinen Aktualität dynamisieren möchte, tendiert zur Feindschaft gegen das andere, Fremde, dessen Name nicht umsonst in Entfremdung anklingt, jener Nicht-Identität, zu der nicht allein das Bewusstsein, sondern eine versöhnte Menschheit zu befreien wäre. Zitat Ende. Ich fasse zusammen, und zwar deutlicher und vielleicht einseitiger, als es Adorno selber formulieren würde. Die Auflösung der Verdinglichung, das heißt die Auflösung des wahren Charakters, ist nicht der Stein der Weisen. Ganz im Gegenteil. In der Kritik der Verdinglichung reproduziert sich der Herrschaftsanspruch, der Allmachtsanspruch, der Ratio, alles zu identifizieren, unter sich zu subsumieren und nichts Fremdes zu dulden. Es ist zu fragen, ob eine Kritik der Entfremdung und Verdinglichung nicht per se die Auslöschung aller spontanen Momente aus der zwischenmenschlichen Interaktion bedeuten müsste, um zu garantieren, dass sich aus dieser Interaktion keine Entfremdung oder Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse ergibt. Und es wäre zu fragen, ob die Staatsapparate im real existierenden Sozialismus nicht eben deshalb hatten entstehen müssen. Sie wollten die Gesellschaft rational durchorganisieren und mussten im selben Maße die Handlungen der Menschen kontrollieren. Zurück zum eben vorgelesenen Zitat. Dort heißt es weiter, Adorno: Der versöhnte Zustand annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus das Fremde, sondern hätte da sein Glück daran. Zitat Ende. Nun, ich habe hier Adorno zurechtgestutzt. Adorno wäre nicht Adorno, würde er im gleichen Atemzug nicht das Moment der Wahrheit an der Verdinglichung und Entfremdungskritik ausmachen. Ich zitiere weiter: Im Dinghaften ist beides ineinander. Das Unidentische des Objekts und die Unterwerfung des Menschen unter herrschende Produktionsverhältnisse. Im Moment des Plans, von dem er, Marx, in gewissem Sinne Restitution von Unmittelbarkeit sich erhoffte, ist das dinghaft Fremde aufbewahrt. Zitat Ende. Wieder mit meinen Worten: Im Gegensatz zur deutschen Romantik, die das Bild eines nicht entfremdeten Zustands zeichnet, in der das Subjekt sich die Welt aneignet und unmittelbar eins mit ihr wird, redet Marx zum Beispiel von Buchführung, mittels derer die Menschen ihren Stoffwechsel mit der Natur, also die Sphäre der Produktion und Distribution, in Eigenregie nehmen sollen. Aber
Inwieweit würde die Abschaffung verdinglichter ökonomischer Form überhaupt die Intronisierung der Vernunft bedeuten? Adorno warnt vor der Tendenz, Zitat, dass die gegenwärtige Gesellschaft nicht mehr durch den klassischen Tauschmechanismus, sondern durch Form unmittelbarer Herrschaft bestimmt wird. Denn wir sind durch den Faschismus belehrt worden, ich zitiere immer noch, denn wir sind durch den Faschismus belehrt worden, was der erneute Übergang in unmittelbare Herrschaft bedeuten kann. Zitat Ende. Sofern Marx nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit im Blick hat, kommt er zu durchaus ähnlichen Ergebnissen. Ich zitiere aus einem Manuskript. Je weniger gesellschaftliche Kraft das Tauschmittel, also das Geld, besitzt, umso größer muss noch die Kraft des Gemeinwesens sein, das die Individuen zusammenbindet. Zum Beispiel patriarchalische Verhältnisse, antikes Gemeinwesen, Feudalismus und Zunftwesen. Zitat Ende. Die Frage ist also, inwieweit nach der kommunistischen Aufhebung verdinglichter ökonomischer Kategorien wirklich die Vernunft und nicht Herrschaft oder kollektivistische Ideologien an deren Stelle treten würden. Da Adorno die Grenzen der Vernunft auslotet, urteilt er die Idee einer planmäßigen Kontrolle, das ist ein Begriff von Marx, planmäßige Kontrolle. Da Adorno die Grenzen der Vernunft auslotet, urteilt er die Idee einer planmäßigen Kontrolle der Produktion nicht völlig ab. Aber er ist auch offener gegenüber den Vorteilen einer verdinglichten Ökonomie, etwa in seinen Erörterungen über den allgegenwärtigen kapitalistischen Warentausch in den USA. Ich zitiere Adorno, jetzt nicht mehr aus der negativen Dialektik, sondern aus einem Vortrag, den er gehalten hat. Diese Universalität des Tauschbetriebs in den USA heißt auch zugleich, dass alle für alle da sind und dass kein Mensch sich eigentlich so in sich selbst und in der Beschränktheit seines eigenen Interesses verhärtet, wie in unserem alten Europa. Es ist wahrlich ein Trugbild zu glauben, dass der Prozess der Humanisierung, der Vermenschlichung, der Kultivierung sich von innen nach außen abspiele. Er spielt sich wesentlich durch die Entäußerung ab, wie Hegel das genannt hat. Wir werden nicht dadurch eigentlich Menschen, dass wir uns selbst als je Einzelne verwirklichen, sondern dadurch, dass wir aus uns herausgehen und dass wir in diesem aus uns herausgehen zu anderen Menschen in Beziehung treten und in gewissem Sinn an sie uns aufgeben. Durch diese Entäußerung hindurch erst bestimmen wir uns als Individuen. Zitat Ende. Dieser Gedanke findet sich erstaunlicherweise ebenso bei Marx, aber wieder nicht an exponierter Stelle, sondern randständig, das heißt in Manuskripten. Dort heißt es, Tauschgeld und Markt hätten die Grenzen von selbstgenügenden Gemeinwesen, die sich beständig in derselben Form reproduzieren, gesprengt und damit den Horizont für die Individuen erweitert. Erst durch den Tauschverkehr werde dem Menschen, Zitat, das Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen, Zitat Ende, ermöglicht. Die Mannigfaltigkeit der Individualität hätte die Auseinandersetzung der Individuen mit der Mannigfaltigkeit der Welt zur Voraussetzung. Und diese hätte sich dem Individuum erst mit dem Tauschhandel offenbart. Ich zitiere Marx. Die universal entwickelten Individuen sind kein Produkt der Natur, sondern der Geschichte. Der Grad und die Universalität der Entwicklung der Vermögen, worin diese Individualität möglich wird, setzt eben die Produktion auf der Basis der Tauschwerte voraus, die die Allgemeinheit und Allseitigkeit seiner Beziehungen und Fähigkeiten, also des Menschen, erst produzieren. Zitat Ende. Und tatsächlich
waren die Märkte in ihrer ursprünglichen Gestalt die Manegen der Vielfalt. Ihr chaotisches Gewimmel an Eindrücken war der Kontrast zur jeweiligen Einfalt der Völker. Die verdinglichten Tauschverhältnisse stifteten Chaos und Die verdinglichten Tauschverhältnisse stifteten Chaos und Entgrenzung in der Ordnung. Und die verdinglichte Vermittlung über den Tausch bot die Möglichkeit anonymer Interaktion zwischen Menschen unter Absehung von Funktion, Herkunft und Einstellung. Und die Frage ist, ob solche Formen von Chaos, Anonymität und Entgrenzung nicht weitaus mehr zur freien Entfaltung des Individuums und zur Horizonterweiterung beigetragen haben und beitragen könnten, als jene planmäßige Kontrolle von Produktion und Distribution, die letztlich vielleicht wieder die Fixierung des Individuums in einer bestimmten Funktion zur Folge haben würde. Könnte es sein, dass Freiheit von Marx zu stark als Kontrolle statt als Chaos gedacht wird? Andererseits, das sollten wir in unseren Überlegungen unbedingt berücksichtigen, müssen wir, wenn wir über Freiheit nachdenken, unbedingt Schwache und Hilfsbedürftige mitdenken. Vielleicht setzt deren Freiheit, sich als Individuen auszuleben, gerade die planmäßige Kontrolle der Produktion und Distribution voraus. Diesen Gedanken kann ich hier aus Zeitgründen nicht weiter ausführen. Ich komme zur dritten Ursache des Scheiterns des Kommunismus. Ich meine den Widerspruch von Allgemeinwohl und freier individueller Entfaltung und das Moment der Herrschaft und Gewalt, das in diesem Widerspruch steckt. Fakt ist, dass der Einzelne ohne Gesellschaft eine jämmerliche Existenz wäre. Erst durch den Zusammenschluss zur Gemeinschaft, erst durch die Bündelung ihrer Kräfte und erst durch die Vielheit ihrer Interaktion können die Individuen sich entfalten. Insofern können Allgemeinwohl und die Gesellschaft als Allgemeines nicht einfach abstrakt negiert werden. Philosophisch mit Adorno gesprochen, nicht etwa das Allgemeine, sondern das Primat des Allgemeinen in der Dialektik von Allgemein und Besonderem ist der Index falsi, also der Index des Falschen. Entsprechend zu Adorno weiter, kann sich der Vorrang des Besonderen als Utopie nur vermöge der Veränderung des Allgemeinen erfüllen. Soziologisch gesprochen, ich habe jetzt aufgehört zu zitieren, wie kann also ein gerechtes gemeinschaftliches Zusammenleben so organisiert werden, dass sich die Individuen darin so frei als möglich entwickeln können? Kommunisten und auch Anarchisten denken Herrschaft zumeist nur in ihrer hierarchischen Form. Deswegen verstehen sie auch das Wesen des bürgerlichen Rechts und des bürgerlichen Staats nicht. Weil sie am bürgerlichen Staat und Recht Herrschaft wahrnehmen, interpretieren sie beides als Klassenherrschaft, das heißt als Herrschaftsinstrumente der Kapitalistenklasse über das Proletariat. Damit treffen sie aber nur ein Körnchen und verfehlen den Rest der Wahrheit. Wesentlich müssen bürgerliches Recht und bürgerlicher Staat als Lösungsversuche begriffen werden, Individuen und Allgemeinwohl auf einen Nenner zu bringen und ihren Widerspruch zugunsten ihrer Einheit zu lösen. Wenn man bürgerliches Recht und den bürgerlichen Staat abschafft, schafft man nicht etwa die Herrschaft von Menschen über Menschen ab, sondern eine bestimmte Gestalt, den Widerstreit von Individuum und Allgemeinwohl zugunsten einer Einheit zu vermitteln. Wenn diese Gestalt aufgehoben wird, muss man selber das Verhältnis von Individuum und Allgemeinwohl neu gestalten. Und man muss es erstmal besser machen. Und angesichts der Geschichte sollte man dieses Vorhaben mit Demut angehen, also dem Gegenteil von jener Überheblichkeit, die ich als ersten Grund des Scheiterns des Kommunismus ausgemacht habe. Warum also Demut? Historisch stellen sich bürgerlicher Staat und bürgerliches Recht
als relativ humane Gestalten der Vermittlung von Individuum und Allgemeinwohl dar. Man denke etwa an den real existierenden Sozialismus, in dem der Staat die Individuen wesentlich stärker als im bürgerlichen Rechtsstaat an die Kandare genommen hat, und zwar unter Verweis auf das Allgemeinwohl, dem gegenüber die Individuen parieren sollten. Wenn man die bürgerliche Gesellschaft abschafft, stellen sich spätestens einen Tag nach deren Abschaffung ganz konkrete Fragen. Wie kann gerecht produziert werden, also so, dass die gesellschaftlich notwendige Arbeit auf allen und nicht wenigen Schultern lastet, ohne die Einzelnen in die Pflicht zu nehmen? Wie kann der Reichtum der Gesellschaft gerecht auf die Einzelnen verteilt werden, ohne die Einzelnen zu begrenzen? Marx formuliert die Utopie. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das heißt, jeder kann seine Bedürfnisse unabhängig davon befriedigen, wie viel Leistung er erbracht hat. Jeder kann, ohne eine bestimmte Leistung erbringen zu müssen, seine Bedürfnisse befriedigen. Das ist der richtige Fixstern, aber man kann nicht via Tigersprung auf diesen Fixstern springen. Im Reich der Notwendigkeit stellt sich konkret die Frage, wie die gesellschaftlich notwendige Arbeit verteilt wird, und zwar so, dass man sich dem Fixstern annähert. Der Witz an der Marxischen Antwort ist nun, dass sie, sobald sie konkret wird, das Gegenteil des eben zitierten Ideals proklamiert. Jeder darf nur entsprechend seiner erbrachten Leistung konsumieren. Zitat Marx. Der Produzent, das ist aus der Kritik des Gotha-Programms das Zitat, den Text findet ihr auch in dem Reader, den es hinten am Infotisch gibt. Der Produzent erhält von der Gesellschaft einen Schein, dass er so und so viel Arbeit geliefert hat, und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumptionsmitteln so viel heraus, als gleich viel Arbeit kostet. Dasselbe Quantum Arbeit, das er der Gesellschaft in einer Form gegeben hat, erhält er in der anderen zurück. Es herrscht hier offenbar dasselbe Prinzip, das den Warentausch regelt, soweit der Austausch gleichwertiger ist. Was die Verteilung der Letzteren unter die einzelnen Produzenten betrifft, herrscht dasselbe Prinzip wie beim Austausch von Warenäquivalenten. Es wird gleich viel Arbeit in einer Form gegen gleich viel Arbeit in einer anderen ausgetauscht. Zitat Ende. Die Verteilung der Arbeit und Konsumptionsgüter, so Marx, soll weiterhin als Tauschgerechtigkeit vonstatten gehen. Einzig die Form der Tauschgerechtigkeit soll vorerst geändert werden. Die Tauschgerechtigkeit soll sich nicht mehr blind und unfair über Warentausch, Markt und Geld vollziehen, sondern rational koordiniert werden. Außerdem soll die Arbeit nicht mehr atomisiert in Form von Privatarbeiten vorliegen, sondern unmittelbar als gesamtgesellschaftliche Arbeit organisiert werden. Als Effekte erhoffte sich Marx eine gerechte Verteilung des Wohlstands und eine höhere Produktivität, sowie eine Produktion, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Diese Effekte erhoffte Marx zu Recht. Aber die möglichen Nachteile einer solchen Produktionsweise hat er meines Erachtens ungenügend antizipiert und durchdacht. Die Frage ist nämlich, ob die vernünftige, konzertierte Organisation der Arbeit samt Scheinvergabe und geregelter Distribution nicht zwingend eine monströse Verwaltung und damit einen gewaltigen Staat nach sich ziehen muss. Man bedenke allein das Vorhaben der vernünftigen Organisation der gesamtgesellschaftlichen Produktion. Folgt daraus nicht, dass man alle Teile der Produktion feststellen und dirigieren und zur Raison bringen muss, falls sie aus der Reihe tanzen? Bedeutet die gesamtgesellschaftliche Organisation der Produktion nicht, dass die Individuen
die die Arbeit ausführen, berechenbar sein müssen. In diesem Zusammenhang fragt sich auch, ob die Individuen nicht viel unmittelbarer mit Direktiven konfrontiert werden müssten, als in einer Gesellschaft, in der Arbeitsleistung und Konsumption über Tausch, Markt und Geld vermittelt werden. Aus diesem Grund übrigens hat Hegel die verdinglichte Vermittlung der Produktion gelobt, namentlich das Geld. Ich zitiere jetzt Hegel, das ist, wer den schon mal gelesen hat, schwer zu verstehen, besonders wenn man es jetzt nicht wie ich jetzt vor Augen hat. Ich versuche es nochmal mit eigenen Worten zusammenzufassen. Also er lobt hier das Geld. Das zu Leistende aber kann nur, indem es auf Geld als den existierenden allgemeinen Wert der Dinge und der Leistung reduziert wird, auf eine gerechte Weise und zugleich auf eine Art bestimmt werden, dass die besonderen Arbeiten und Dienste, die der Einzelne leisten kann, durch seine Willkür vermittelt werden. Zitat Ende. Mit meinen Worten, indem die Arbeit und ihre gerechte Verteilung und Entlohnung nicht zentral und von oben koordiniert werden, sondern anonym über das Geld, würde, so Hegel, die Gerechtigkeit so organisiert werden, dass die individuelle Willkür bestehen bleiben kann, weitgehend bestehen bleiben kann. Sprich, man muss zwar arbeiten, um zu überleben, wird aber nicht stabsplanmäßig oder durch Herren dirigiert, sondern kann selber auf die Suche gehen. Die Geschichte gibt Hegel recht. Der Zwang im real existierenden Sozialismus kam in dem Maße zustande, wie die gesamtgesellschaftliche Arbeit zentral organisiert und planvoll auf die Schultern der Individuen verteilt worden ist. Andererseits gibt die Geschichte Hegel auch wieder nicht recht. Die Nachteile einer überverdinglichte ökonomische Form vermittelten Ökonomie sind geblieben. Das Klassenverhältnis, die damit einhergehende soziale Ungleichheit, Hunger und Elend, Raubbau an Mensch und Natur und die Gefahr von Krisen bestehen allesamt fort. Die Frühsozialisten und Marx haben eine rationale Planung der Ökonomie als Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise proklamiert. Dieser Weg scheint meines Erachtens gescheitert. Vielleicht müssen wir uns in eine andere Richtung vortasten, in der die kapitalistische Produktionsweise so zu überwinden ist, dass man nicht hinter den erreichten Stand der Freiheit zurückfällt. Christoph Ziermann, ein unbekannter Berliner Philosoph, versucht sich in eine andere Richtung vorzutasten. Seine Idee entwickelt er in Auseinandersetzung mit der Erkenntnisutopie Adornos. Ist ein Zeitgenosse von uns, dieser Christoph Ziermann. Adorno kritisiert das Identitätsprinzip des Denkens, das darin besteht, die Welt unter Begriffe zu subsumieren und damit auf abstrakte Nenner zu bringen. Auch an dieser Stelle erblicken wir wieder das Motiv Adornos, den Allmachtsanspruch der Ratio kritisch zu reflektieren. Gleichzeitig hält Adorno an der Erkenntnisfunktion von Begriffen fest. In und trotz ihrer Allgemeinheit vermitteln sie dem Subjekt die Welt. Sie stellen nicht nur Gewalt gegen das unter sie Befasste dar, sondern auch die Verbindung und die Vermittlung des Getrennten und Vereinzelten. Sie dienen dazu, dass das Einzelne, Zitat, nicht schlechthin für sich, sondern in sich sein anderes und anderem verbunden bleibt. Zitat Ende. Wie der Tauschbetrieb die Menschen zueinander ins Verhältnis setzt und zu einer Entäußerung führt, durch die die Menschen die Möglichkeit haben, aus sich herauszugehen und ihre Anlagen zu entwickeln, bieten auch Begriffe überhaupt erst die Möglichkeit des Weltbezugs. Noch bewegen wir uns auf der Ebene der Erkenntnistheorie. Aber wie benennt Adorno mitunter den Warentausch? Als objektiv in der Gesellschaft waltenden Begriff. Das heißt, der Tausch funktioniert wie ein Begriff, bloß blind, indem er Dinge miteinander kommensurabel macht, sie quasi auf einen Begriff bringt.
Bloß, dass dieser Begriff nicht subjektiv gebildet wird, sondern objektiv vonstatten geht. Adorno nennt ihn, den Tausch auch, Zitat, vermittelnde Begrifflichkeit. Zitat Ende. Warum also, so denkt sich das Ziermann, warum also Adornos Erkenntnisutopie nicht auch auf diesen Begriff, auf den Begriff des Tausches anwenden? So wenig wie die Funktion der Begriffe, das Einzelne aus der Vereinzelung zu befreien und die Menschen mit der Welt zu vermitteln, weggeworfen werden könne, so wenig, so Ziermann, sollte vielleicht auch die Funktion des Geldes, die ökonomischen Ansprüche und Wünsche miteinander zu vermitteln, verworfen werden. Wie nach einer Aussage Adornos Begriffe vonnöten sind, die das unter sie Befasste erkennen, ohne es zuzurüsten und sich gleichzumachen, so hofft Ziermann auf ein allgemeines Äquivalent, Zitat, das weder mehr als die Summe der Teile noch diesem gegenüber von Vorrang ist, stattdessen müssten die Teile so in die Äquivalentform als ihr Medium eingelassen sein, dass die Summe der Teile mehr ist als das Ganze, die freie Vielheit der Anarchie so nahe wie nur möglich. Zitat Ende. Kurz mit eigenen Worten, also während das Kapital ja darin besteht, dass sich die Wesenskräfte des Menschen in Form von Geld und anderen ökonomischen verdinglichen Formen den Menschen gegenüber verselbstständigen und ein allgemeines bilden, was ihnen als zweite Natur gegenübertritt, was man dann in solchen Krisen, wie wir sie derzeit haben, was dann sogar der Manager merkt oder der Kapitalist, der Produktionsmittel besitzt, selbst der hat dann Gesellschaft nicht mehr unter Kontrolle, sondern Gesellschaft ist dermaßen selbstständig, dass keiner sie unter Kontrolle hat. So hofft gewissermaßen auf Ziermann, ertastet eine Gesellschaft, in der die verdinglichte Vermittlung noch da ist, die aber nicht sich gegen das Individuum wendet, sondern als Medium der Individuen fungiert. Im Prinzip formuliert Ziermann hier im Bereich der Ökonomie jenes Ideal, das Hegel im Bereich philosophischer Begriffe und Systeme formuliert. Statt des abstrakt allgemeinen, das das Besondere unter sich subsumiert, ist das konkret allgemeine, ich zitiere, als das den Reichtum des Besonderen in sich fassende Allgemeine gesucht. Zitat Ende. Ziermann hält mit seiner Utopie an der Verdinglichung fest. Anstelle der Allmacht der Ratio über die gesamtgesellschaftliche Produktion erhofft Ziermann ein Medium, das wie das Geld verdinglicht ist und durch das hindurch sich die Menschen vergesellschaften können, ohne dass diese Verdinglichung sich als Gewalt gegen die Menschen verselbstständigt. Es mag sich um eine versponnene Idee handeln, aber vielleicht lohnt es sich mehr, diese weiterzuspinnen, als mit der Idee einer planmäßigen Kontrolle der Gesellschaft nochmals eine Gesellschaft zu errichten, in der die Individuen dem Kollektivismus und Staatsapparat preisgegeben werden müssen. Danke. Ich denke, wir wollen gleich die beiden Beiträge aneinander fügen und dann vielleicht eine kleine Pause machen und dann in die kontroverse Diskussion treten. Jetzt werde ich versuchen, den Begriff des Kommunismus darzustellen, so gut es heute geht, und werde dem Scheine nach weitgehend an Hannes Gieslers Beitrag vorbei, oder machen wir es so, wird schon irgendwie jetzt gut rüberkommen mit zwei Mikros, an Hannes Gieslers Beitrag vorbei argumentieren. Und erst in der Kontroverse oder in der Diskussion werden dann direkte Bezüge auf das, was er vorgebracht hat, explizit gemacht werden können. Denn sonst müsste ich mich so dicht an seiner Argumentationskette halten, dass das Ganze auch vor allem entlang Zitaten und entlang Name-Dropping, was Adorno nun gesagt oder gemeint und was Ziermann nun gehofft hat, das würde zu sehr daran kleben. Deswegen also ein scheinbar ganz disparater
Beitrag soll jetzt folgen. Ich möchte nur auf einen Punkt eingehen. Eingangs, ich begreife mich persönlich nicht in der Tradition der Situationisten, sondern, also das Wort in der Tradition wäre dann sozusagen genau das falsche Wort. Das wäre Prosituationismus oder Situationismus, Nostalgie oder so etwas. Sondern ich begreife mich mit ein paar Leuten, die sich für die Aufarbeitung, Untersuchung und Freilegung der neokommunistischen Gruppierung der Situationisten in den 60er Jahren bis 1972 interessiert haben und es studiert und dargestellt haben, im Interesse der Aufhebung der situationistischen Tradition oder Geschichte. Die situationistische Geschichte ist noch nicht aufgehoben und es gilt, sie aufzuheben. Soweit. Ich denke, an einem Punkt muss ich ansetzen. Hannes Giesler spricht fortgesetzt von dem real existierenden Sozialismus oder dem Kommunismus und hörbar ohne Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, der genau diametrale Gegensatz oder Widerspruch zu der Kommunismusauffassung, die ich vertreten möchte. Ich möchte, bevor der Begriff von Kommunismus allererst entwickelt ist, ja, geht es besser so? Ja, möchte ich ihn in Anführungszeichen setzen. Ebenso den seltsamen Begriff von Sozialismus, von dem überhaupt nicht klar ist, wie er sich von dem des Kommunismus eigentlich unterscheiden oder absetzen soll. Erste Phase oder sowas, wir werden darauf kommen. Es ist allererst notwendig, bevor wir über das Phänomen, die Gestalt dessen, was sich real existierender Sozialismus oder einfach Kommunismus von antikommunistischer Seite benannt, darstellte, diesen Begriff von Kommunismus zu rekonstruieren. Walter Benjamin hat gleich darauf hingewiesen, die Konstruktion setzt die Destruktion voraus. Die Voraussetzung für die Rekonstruktion des Begriffs vom Kommunismus in einer ganz bestimmten Weise, auf die ich gleich kommen werde, Begriff aufgefasst, diese Voraussetzung ist mithin für den historischen Materialisten, die historische Materialistin, als welches sich Walter Benjamin begriff, die Destruktion dieses Bildes vom Kommunismus oder Sozialismus. Was war dieser sich selbst so nennende real existierende Kommunismus, ist also zuerst zu fragen. Und damit sind wir schon in dem, was die situationistischen Neokommunisten einst als spektakuläres Bild bezeichnet haben. Nur kurz ein Bild in der Moderne der kapitalistischen, totalisierten Warenproduktion, welches mit der Produktion der Waren einhergeht. Das ist eine grundlegende Dimension des Spektakelbegriffs der Situationisten. Dieses spektakuläre Bild, das mit sozusagen dem Artikel Kommunismus, Sozialismus bisher immer einherging, ist also zu destruieren, es ist zu kritisieren, um es überhaupt materialistisch, historisch, also nicht idealistisch, historisch, ich bleibe heute Abend ein bisschen in schematischen Gegenüberstellungen, weil es sonst zu kompliziert würde. Also nicht idealistisch, wie etwa in der Hegelschen Geschichtsauffassung, doch letzten Endes unterm Strich, so materialistisch Hegel auch an die Geschichte weitgehend heranging, im Einzelnen, in der Konkretion, so blieb es doch letzten Endes ein von der Weltvernunft und von letzten Endes der absoluten Idee bestimmtes teleologisches Geschichtsbild, hochidealistisch, ist also die wirkliche Bewegung. Und hier bin ich bei der ersten begrifflichen Bestimmung, wie sie in deutsche Ideologie von Marx, Engels, Weidemeyer, Moses Hess und wer immer dieses Manuskript verfasst hat, das bis heute nicht wirklich rekonstruiert worden ist und unter dem Hilfstitel die deutsche Ideologie fragmentarisiert zirkuliert. Also nicht von ungefähr die deutsche Ideologie kritisiert haben, eine hochgespannt, überspannt, hybrisartige, idealistische Geschichtsauffassung, die in dem, was zuletzt auch Hannes erwähnt hat,
in der Auflösung der Hegelschen Schule ihren Niederschlag, in einem extremen Staatsdemokratismus, Staatsjakobinismus gefunden hat, als auch in einem Anarchismus in Gestalt von Max Stirner. Die Max-Stirner-Kritik, und Max Stirner ist der Typus des des individualanarchistischen Linken, deutschen Linken, bis in die Rechte hinein. Man muss das Buch von Helms aus den 60er Jahren, der die Ideologie der anonymen Gesellschaft, sich mal vornehmen und blickt dem dann ins Gesicht, bis in die Rechte hinein, bis zu Goebbels, aber auch mit internationaler Ausstrahlung, nach der anarchistischen Richtung, nach der sozialistischen, nach der sozialdemokratischen Richtung, bis in die völkischen Richtungen hinein, eine Vorstellung von dem Gegensatz des Individuums zu der Gesellschaft, als einen absolut diametralen Gegensatz in solipsistischer Weise konstruiert hat. Das war der Kern der deutschen Ideologie. Und in dieser deutschen Ideologie, die sich als Grundlegung, wissenschaftliche wohl bemerkt, Grundlegung des Begriffs, des modernen wissenschaftlichen Begriffs von Kommunismus verstehen wollte, finden wir die bekannte, ja, wie sage ich mal, Definition: der Kommunismus ist kein Ideal, nach dem die Wirklichkeit zu modeln ist und sich sozusagen utopisch zu richten hätte, sondern er ist die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Und das ist sozusagen die urmaterialistische historische Bestimmung des Begriffs. Und hier müsste nun von dieser ganz, ganz dürren, vernünftigen Abstraktion, notwendigen Abstraktion, damit sie nicht leer wird, in die Konkretion dieser wirklichen Bewegung hineingegangen werden. Und in der Konkretion der historisch spezifischen Untersuchung, wie Kommunismus in der Geschichte auftrat, als ein Produktionsverhältnis zwischen Menschen, wäre dann auch das Bild von Kommunismus sowohl auf der anarchistischen Seite, anarcho-kommunistisch in diesem Fall, ja, immer waren die Bedingungen reif für die Freiheit im radikalen anarcho-kommunistischen Sinne, zu jeder Zeit, man muss nur wollen, man muss nur freiheitlich drauf sein und so weiter, also dieser extreme Voluntarismus, als auch nach der staatskommunistischen Seite hin. Darauf will ich jetzt im Moment nicht eingehen, sondern noch bei diesen verschiedenen Bilderfallen des Spektakels von Kommunismus verweilen. Eine erste Falle, die Implikate, die aus dem Schwarzbuch des Kommunismus, das ziemlich genau vor 10 Jahren Furore machte, und alles Material über den Staatskommunismus sowjetischen, chinesischen und so weiter Modells gesammelt und konzentriert sozusagen auf die Menschheit losgelassen hat, was längst fällig war und was eigentlich von denen, die sich Kommunisten schimpfen, längst hätte gemacht werden müssen, leider dann aber in antikommunistische und auch sogar antisemitoide Richtung, also Hände geriet, teilweise, nicht nur. Das war also das Implikat des Schwarzbuches, das war der Kommunismus, die erste Bilderfalle. Deswegen jetzt nun erste falsche Alternative, nie wieder Kommunismus. Das ist letztlich die bürgerlich-kapitalistische Folgerung, die als Antitotalitarismus, eine bestimmte Art von Antitotalitarismus auftritt und sich versteht. Kommunismus, das hatten wir, das war blutige Utopie, ausgehend von der sogenannten Oktoberrevolution bis den Hekatomben des Mao-Regimes und, nie wieder. Kommunismus ist nicht möglich, Kommunismus ist gescheitert. Zweite falsche Alternative, zweites spektakuläres Bild von Kommunismus, genau seitenverkehrt, jetzt erst recht. Diese zweite falsche Alternative tritt auch in zwei Varianten auf, nicht nur in den zwei, aber hauptsächlich in zwei. Die auftrumpfende Variante, das ist wohl das, was Hannes sehr richtig auch bezeichnet, mit großem Unbehagen, sozusagen mit Fremdscham, ja, die tritt auf als apologetische Offensive, als Hybris sozusagen, es war ja gar nicht so schlimm. Diese Geschichte ist wesentlich nur Lüge und Verleumdung, die da im Schwarzbuch erzählt wird. Deshalb letzten Endes weiter so, aber quasi gesäuberter und modernisierter. Und dann gibt es die demütigere Variante, dieser als defensive Apologie. Es war alles mindestens so schlimm, aber es ging historisch nicht anders. Und künftig versprechen wir deshalb einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz oder irgend so etwas. Es gibt eine Mischvariante, wie bei dem bedeutenden Kommunisten des 20. Jahrhunderts, als wissenschaftlichen Kommunist und auch zum Teil als, ich nenne es gerne, protokommunistische Persönlichkeit in der Praxis,
der aber sich dem Stalinismus anheimgab und unterordnete. Bei ihm tritt die Mischvariante, die sehr häufig bei Linken und bei alten Kommunisten auftritt, so auf als Lebenslüge. Etwa ausgedrückt in seinem Wort, der schlimmste Sozialismus ist immer noch besser als der beste Kapitalismus. Worin besteht die Lebenslüge? Oder die Lüge, die Selbstbelügung, dass das überhaupt Sozialismus war? Gut, Lukács hat zum Beispiel auch in diesem Sinne begonnen mit seiner Wende vom bürgerlichen Professor zum Kommissar der Ungarischen Räterepublik 1918 mit einer hochethischen Frage aus Hebbels Stück Drama Judith, wo er sinngemäß zitiert: Wenn Gott zwischen mich und die Tat die Sünde gestellt hätte, wer bin ich, mich dieser Tat oder dieser Sünde zu entziehen? Also eine hochethische Zuspitzung. Ich muss mir die Hände schmutzig machen. Eine Formel, die man heute wieder in der Linken häufiger hört. Man muss sich die Hände schmutzig machen, realpolitisch sein. Sonst bleibt man ja im Hegel-Sinne die schöne Seele und tut gar nichts und deutet nur mit den Fingern auf andere, sich die Hände schmutzig machen. Also diese Denkfigur, wenn Gott zwischen mich und die Tat die Sünde gestellt hätte, wer bin ich, mich dieser zu entziehen? Das war sozusagen die Motivation für Lukács und seine Lebenslüge. Dann muss ich auch als Partisan im Hauptquartier des Stalinismus agieren und sozusagen immer für das kleinere Übel auch praktisch sein. Eine sehr, sehr ethisch verantwortliche und zu würdigende Haltung selbstverständlich, denn es ging ja um das Niederringen des Hitlerfaschismus durch die Sowjetunion. Letzten Endes hat die Sowjetunion hauptsächlich den Hitlerfaschismus das Kreuz gebrochen. Nicht nur, aber sehr entscheidend. Das macht sie aber nun nicht gleich zum Sozialismus. Alle diese apologetischen Varianten, es gäbe noch unzählige, laufen hinaus auf das Postulat letzten Endes eines ethischen Sozialismus. Beziehungsweise, man könnte es so etwas schablonenhaft ausdrücken, eines fatalistischen Determinismus. Es musste ja sein. Wenn es so sein musste, dann verwerfen wir es entweder, dann darf es keinen Kommunismus mehr geben, oder wir sagen, ja, dann versuchen wir, we try harder. Demut ist in diesem Zusammenhang übrigens eine religiöse Kategorie, während die Hybris, eben der Vorwurf des Größenwahns, sagen wir mal, die Hybris der Vernunft und die Hybris der Planungskontrolle und so weiter, eine mythische Kategorie ist. Dies nur nebenbei. Immer ist das abstrakte Sollen, ebenso wie das deterministische Exekutieren, eine idealistische Geschichtsphilosophie. Ihre Kommunismusvorstellung ist mit positivem oder mit negativem Wertungsakzent ein Ideal, aber nicht die notwendige materialistisch-historische Arbeit des Begriffs von der wirklichen Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Historische Erfahrungen sind hierin sedimentiert, sie sind darin fixiert, sie sind eingefroren, sie sind in starren, fragmentierten Bildern von Siegern der Geschichte und komplementär dazu von, kann man auch etwa auf anarchistischer Seite oft sehen, die ewigen Losers. Dem setzen historische Materialistinnen die Methode des dialektischen Bildes, so hat Walter Benjamin diese schwierige, schwer zu begreifende Methode, die selbst ein Versuch, ein Denkexperiment ist und ein Arbeitsexperiment ist, das dialektische Bild entgegengesetzt. Im sogenannten Eingedenken, so nennt es Walter Benjamin, mit dem aktualisierenden Blick der Jetztzeit in der aktuellen Gefahrenkonstellation die Rettung, das sind jetzt die Termini von Walter Benjamin, der als historisch-materialistischer Denker auftritt, die Rettung und auch die Rächung der niedergetretenen, kämpfenden Klassenindividuen vor denen, die zu siegen nicht aufgehört haben. Ich verkneife mir es jetzt, eine Vignette über so ein Individuum zu geben. Das hatte ich in Leipzig getan, behält man sich lieber für die Diskussion vor. Aus der Zeit der 20er Jahre in der Sowjetunion, aber auch schon vor der 1905 russischen Revolution, vor der Revolution vom Februar und vom Oktober 1917, war das so ein Klassenindividuum, das vor denen aus den Archiven heraus haben wir Kenntnis solcher Klassenindividuen. Ich betone Individuen und nicht irgendwelche Klassenchargen oder Funktionäre, die völlig in der Klassifikation eines solchen Allgemeinen wie Proletariat aufgehen.
Und solche Persönlichkeiten, von denen wissen wir in ziemlich großer Zahl aus den Archiven, die dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geöffnet werden konnten. Das bringe ich vielleicht später mal so eine kurze Skizze, wie diese Leute waren, von denen wir eigentlich sehr wenig wissen. Und die, ich sage es gleich, diese wirkliche Bewegung verkörpert haben und verkörpern. Das ist das zu rettende und das ist, wo angeknüpft werden muss, wenn der Kommunismus untersucht werden soll. Der Wälzlauf der bisherigen Herausentwicklung einer Klassengesellschaft in der Form der reellen Subsumption der ganzen Welt unter Lohnarbeit, Kapital und Staaten als Herstellung des fertigen Weltmarkts hat bereits im Resultat Mitte des 20. Jahrhunderts, und das ist jetzt das Bedeutendste, das Entscheidendste, was einem immer wieder sozusagen wegrutscht, wenn man über die wirkliche Bewegung, Kommunismus, Revolution und so weiter spricht, Mitte des 20. Jahrhunderts im Resultat, nicht mit einer Determination oder mit einer Geschichtslogik, aber im Resultat und mit einer Logik, die vom Resultat her schon auch abbildbar ist, aber nicht mit einer teleologischen Logik, zur Katastrophe der Gattungsgeschichte und der Revolutionsgeschichte zugleich geführt, das, was auf Hebräisch Shoah genannt wird. Die Kontinuität der Wertvergesellschaftung, wie der Revolten gegen sie, hat somit ein barbarisches Resultat gezeitigt, das weiterzugehen droht. Auschwitz oder ähnliches, so wurde das von Adorno bezeichnet. Die verkehrte Abschaffung der Klassen, der regressive Antikapitalismus in den Formen von Volksstaat, Volksgemeinschaft, eliminatorischem Antisemitismus und ähnlichem, ist bereits unbewusste Diskontinuität des historischen Fortschritts, der bürgerlichen Zivilisation, als bisher äußerster Einbruch modernisierter Barbarei ins gattungsgeschichtliche Kontinuum. Also es ist bereits das Diskontinuum geschehen. Wenn es vielleicht auch viele nicht gemerkt haben. Darüber muss diskutiert werden, sonst bleibt das so ein sakrales Raunen. Das ist natürlich nicht beabsichtigt. Als bisher äußerster Einbruch modernisierter Barbarei. Dieses barbarisch-moderne Kontinuum wiederum, dass es eben weitergeht wie bisher, hat Walter Benjamin das bezeichnet, das ist die Katastrophe. Dieses Kontinuum aus dem Diskontinuum heraus gilt es durch bewusstes Diskontinuum, durch bewusste Unterbrechung stillzustellen, den Ausnahmezustand, der permanent in der Klassengesellschaft da ist, sozusagen als struktureller Zwang, als stummer Zwang der Verhältnisse, wie Marx es bezeichnet, diesen Ausnahmezustand zu begreifen, sich bewusst zu machen, ist führt zur bewussten Stillstellung dieses klassengeschichtlichen Kontinuums. Die Momente des Klassenkampfes, wir kommen selbstverständlich auf diese Kategorien Klasse und Proletariat noch spätestens im Laufe der Diskussion, ich will hier keine so ad hoc schnell fabrizierte Definitionen geben, ja, aber auf jeden Fall wird das geklärt, denn heute ist es so, dass die Linke, namentlich die deutsche Linke, mit den Kategorien Klasse und Proletariat im Besonderen so gut wie gar nichts mehr anfangen kann. Das erzeugt eher also Überdruss oder sogar Ekelgefühle aus begreiflichen Gründen in den deutschen Zuständen zumal. Aber die müssen geklärt werden, denn ohne das kann die wirkliche Bewegung überhaupt nicht begriffen werden. Also darauf kommen wir noch. Ich benutze jetzt erstmal diesen Terminus. Die Momente des Klassenkampfes werden aus dem fatalistisch erscheinenden Geschichtsfortschritt, in dem sie der Verdrängung oder Amnesie zum Opfer gefallen sind, herausgesprengt, wenn sie in den Klassenkämpfen der Jetztzeit bewusst aktualisiert werden und so in die Erinnerung, also Hegel hat das in Phänomenologie nochmal den Durchlauf, wenn die Eule der Minerva zu fliegen beginnt und dieses Resultat der Geschichte sich anguckt, Erinnerung genannt und rekapituliert das dann, den Weltlauf der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft und so in der Erinnerung freigesetzt werden diese Momente des Klassenkampfes. Diese Anamnesis, also dieses Erinnern oder das Eingedenken, wie Benjamin sagt, erlöst diese Klassenkampfmomente aus der Geschichte der Sieger und setzt sie als, wie Benjamin es nennt, messianische Splitter frei für die Erlösung der Menschengattung von den Klassentrennungen. Diese Bewegung ist dann kein religiöser Messianismus, sondern Säkularisierung, Verweltlichung, Wendung der Erlösungsvorstellungen, der Erlösungshoffnungen der geknechteten Menschen in die Dieszeitigkeit. Dann, wenn und wo und soweit die wirkliche Bewegung der Aufhebung jeder Klassengesellschaft
sich als solche begreift, das heißt ihre modernen materiellen und psychomentalen Bedingungen wahrnimmt. Wo sie sich dagegen, diese messianische Stimmung, sagen wir, und Hoffnung, Hofferei, in Vorstellungen vormoderner, romantisch-antikapitalistischer, völkischer, utopischer und gefühlssozialistischer Gemeinschaftssehnsüchte träumt und hineinsteigert, dann ist die gewaltsame Herstellung der sogenannten, was Adorno nannte, klassenlosen Klassengesellschaft die katastrophale Konsequenz. In den Formen der konformistischen Revolte wird die Zielrichtung der Kämpfe damit zur totalsten und radikalsten Herstellung der Hölle auf Erden im Namen des Himmelreichs auf Erden. In dieser klassengesellschaftsverdrängenden Zielrichtung können schließlich nur noch Teile der Gattung selektiert und vernichtet werden, als designierte Un- oder Untermenschen, Teufelskinder, Parasiten, kurz pathische Personifikationen undurchschauter sachlicher Mächte und zugleich Verdinglichungen gesellschaftlicher Verhältnisse von Menschen. Diese, in Anführungsstrichen, Abschaffung vermeintlicher Klassenkampfträger liegt in der Zielrichtung fetischistischer Erlösungspsychosen als sogenannte Endlösung und so weiter, damit es positiv so weitergehen soll, wie es angeblich in Natur und Geschichte, in Sein und Zeit schon immer war. Die historische Diskontinuität ist der Feind, wie Goebbels zum Beispiel verkündete, wir werden das Jahr 1789 aus der Geschichte ausradieren, die alte klassengesellschaftliche Knotenkontinuität wiederherstellen. In der kommunistischen Zielrichtung der Klassenkämpfe dagegen, wissenschaftlich, materialistisch, historisch begriffen, wird ihre Kontinuität durch Diskontinuität aufgehoben. Das mythische Kontinuum der leeren homogenen Zeit, wie Benjamin es nennt, gilt es zu durchbrechen, zu unterbrechen, stillzustellen, denn dass es so weitergeht wie bisher, ist die Katastrophe. Das war nochmal ein Benjamin-Zitat. Weitere zwei Benjamin-Zitate. Marx hat in der Vorstellung der klassenlosen Gesellschaft die Vorstellung der messianischen Zeit säkularisiert und das war gut so. Das Unheil setzt damit ein, dass die Sozialdemokratie diese Vorstellung zum Ideal erhob. Aufgrund ihrer neukantianistischen Prägung. Soweit ein paar Benjamin-Reminiszenzen. Nochmal die Zitate von Benjamin, die zuletzt gelesen. Also, Benjamin spricht davon, dass das mythische Kontinuum der leeren homogenen Zeit, der Leerlauf eines Alltagslebens in der klassengesellschaftlichen Fatalität, also das Schicksalhaftigkeit. So war es, so ist es und so wird es immer sein. Dieses in illo tempore, das passiert, was mir im Alltag passiert, passierte allen immer und wird immer allen passieren. Man kann nichts ändern in einer klassengesellschaftlichen Überlebensmentalität. Dieses Kontinuum nennt Benjamin das mythische Kontinuum der leeren homogenen Zeit. Es gilt es, laut Benjamin, zu durchbrechen, stillzustellen, denn dass das so weitergeht in der Formbestimmtheit des Überlebensalltags wie bisher, ist für Benjamin die Katastrophe. Nicht allein ein plötzlicher Einbruch oder eine solche Diskontinuität, wie sie durch Krisen, Katastrophen, Kriege oder so etwas wie die Shoah dann wirklich manifest wird, sondern die Katastrophe ist bereits eine Produktionsweise, die auf der Ausbeutung und Unterdrückung der einen Klasse durch die andere Klasse von Menschen beruht. Ist dieser permanente Ausnahmezustand. Zweites Zitat, weil demgegenüber die Hoffnungen nie versiegen und immer wieder hochkommen mit jeder Generation, dass es einmal anders sei, diese Hoffnungen, die sehr, sehr abstrakt von Horkheimer und Adorno als das ganz andere oder das Denken von der Erlösung her und so weiter angedeutet wurde, sehr vorsichtig. Diese Vorstellung der messianischen Zeit wurde von Marx in der Vorstellung der klassenlosen Gesellschaft säkularisiert. Sie wurde also ihres religiösen und eben auch nur utopischen Charakters, bloßen Hoffens entkleidet und sie wurde, und das gilt es eben jetzt bei der Frage, was ist der Begriff des Kommunismus im modernen wissenschaftlichen und historisch-materialistischen Sinne, da gilt es zu erklären, was heißt Säkularisierung dieser messianischen Zeitvorstellung. Und dann hat Benjamin eben nochmal abgehoben in dieser Geschichtsthese, diesen Zusatz, darauf, wie es denn dazu kommen konnte, dass diese messianistische Vorstellung der klassenlosen Gesellschaft einen religiösen, einen diesseits religiösen Charakter erhielt, namentlich in Deutschland.
Das Unheil, so Benjamin, setzt damit ein, dass die Sozialdemokratie diese Vorstellung zum sogenannten Ideal erhob. Eine neukantianische Vorstellung vom Ideal, das, so sagen wir, immer strebend sich bemüht. Das ist eine bloße Approximation, eine bloße Annäherung an das Ziel. Das kann aber nie erreicht werden, sondern die Bewegung ist uns alles, das Ziel nichts, also diese sozialdemokratischen Vorstellungen. Das ist für Walter Benjamin die eigentliche Wurzel des Unheils eines religiösen, diesseits religiösen Charakters, auch im Stalinismus dann. Der geschichtliche Bruch ist weder begrifflich noch bildlich zu fassen. Das kommt nun hinzu, wenn man über den Begriff des Kommunismus nachdenkt. Sowohl die wirkliche Katastrophe der Fortschrittsgeschichte und damit auch der Revolutionsgeschichte, kulminierend in der Shoah, als auch das Ideal der erlösten, der klassenlosen Gesellschaft sind nicht in Gänze auf den Begriff zu bringen, in dem Sinne zu rationalisieren. Sie sträuben sich der rationalen Begrifflichkeit. Lukács würde sagen, als extensive und intensive Totalität sind sie nicht auf den Begriff zu bringen. Das Kontinuum der leeren und homogenen mythischen Zeit, aber auch ihre Stillstellung ist nur in Bildern, als mythisches Denken sozusagen zunächst ausgedrückt. Soweit zum begrifflichen Problem auf der Ebene sozusagen von Geschichtstheorie. Nicht Geschichtsphilosophie, sondern Geschichtstheorie, die die Philosophie etwa bei Hegel sehr weit ausgebildet als eine immer noch teleologische Vorstellung von Geschichte, die auch immer noch mit religiösen Vorstellungen qua Utopie zusammenhängt oder mit wirklich sehr hyperrationalistischen Vorstellungen. Lukács hat nicht von ungefähr den Stalinismus nicht etwa als einen Irrationalismus, sondern als einen Hyperrationalismus bezeichnet, der sich tatsächlich einbildet, er könnte alles quasi kybernetisch kontrollieren, durchdringen und manipulieren. Dazwischen liegt in einer ganz schwierigen Vermittlungsmitte die Ausbildung der Begrifflichkeit, die ohne Metaphern, ohne Bilder, wir denken etwa an die marxische Kritik der politischen Ökonomie, die den zentralen Begriff des Fetischismus selbst nur als Analogie benutzt für die Warenproduktion und was darauf beruht. Also es sind, ist eine Entlehnung aus der theologischen und religiösen Begriff oder Terminologie. Und die Metaphern wie die Gallerte für die abstrakte Arbeit, der Kristall, der Geldkristall für den Geldfetisch und ähnliches, begleiten auf Schritt und Tritt notwendig eine solche wissenschaftliche Arbeit des Begriffs selbst. Jetzt kurzer Einschnitt, wie lange habe ich denn jetzt eigentlich noch? Das ist eine halbe Stunde. Halbe Stunde gerade jetzt durch. Dann ganz kurze Skizze, alles andere wird für die Diskussion gelassen. Wie würde nun die von Marx und anderen begonnene, mit großer Naivität, ganz fraglos auch begonnene, ich erinnere nur kurz daran, wie Marx während des amerikanischen Bürgerkriegs mal in Engels schreibt und sagt, ja, gemessen mit 1848 sind unsere Delusions, unsere Illusionen jetzt geplatzt. Wir wissen seitdem, welche ungeheure Rolle die Dummheit in Revolutionen spielt und wie die Revolutionen auch von, wie sagt er, von Scharlatanen oder sowas was ausgenutzt und ausgebeutet werden. Das heißt, es war ein Desillusionierungsprozess. Ich erinnere nur an die die Feststellung von Marx, wo er sozusagen selbst in Kapitalband 1 als Resümee, als ganz messerscharf logisches Resümee, aber auch vom gesellschaftlichen Sein her kann man sagen, im Lukaschen Sinne ontologisches Resümee des allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation feststellt, dass auf dem Gegenpol der Akkumulation des Kapitals eben eine Akkumulation stattfindet, die auf der Seite der Produzentinnen des Kapitals, also der, sagen wir, gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, eine ebensolche Quantität und Qualität von moralischer Degradation, von Dummheit, Unwissenheit und allem Möglichen noch anhäuft. Und diese Feststellung, die ja so wahr ist, ja, hat Marx selbst zu Lebzeiten als sozusagen noch weitgehend naiv sein dürfender und müssender Aufklärer selbst gar nicht so ernst nehmen können, wie wir sie heute ernst nehmen müssen. Und das führt natürlich genau zu dem scheinbaren Pessimismus. Wir dürfen ja nie vergessen, dass Adorno als einer der vortrefflichsten und hervorragendsten Bourgeois-Kommunisten, die die Welt besitzt, an dieser kommunistischen Seite, auch tatsächlich auch in Augenhöhe von Marx, scheinbar pessimistisch wurde. Aber er war nicht pessimistisch, er hat nur bis zum äußersten Skeptizismus diese Tendenz der Akkumulation von Elend, gerade in psychomentaler Hinsicht,
als Verblendungszusammenhangsproblem aufgeworfen, als Problem des geschlossenen Fetischcharakters. Und ich erinnere nur jetzt kurz an bei einer kleinen Wende, fast nur polemisch zu dem Problem von Bescheidenheit, ich möchte es nicht religiös Demut nennen, oder von Hybris. Und das ist wieder die mythische Gegenpol, dass ja Adorno selbst es war und Horkheimer, die in der Dialektik der Aufklärung, als sie den Abgrund auftaten, theoretisch, des mörderischsten, epidemischsten Fetischismus-Syndroms, des bösartigsten, das wir bisher die Gattung gekannt hat, nämlich des Antisemitismus, dass sie da als Schlusssatz der Elemente des Antisemitismus-Kapitels geschrieben haben. Jetzt habe ich natürlich das Zitat nicht gerade zur Hand. Sinngemäß, dass die Aufklärung, dass nur erst die sich ihrer selbst bemächtigende Aufklärung, welche die Gewalt einsetzt, welche die Gewalt selbst in die Hand nimmt, die gesellschaftliche Gewalt einsetzt, um die Schranken der Aufklärung zu durchbrechen, mit Gewalt, aber als selbst sich bemächtigende Aufklärung, dass sie den Bann und das Verhängnis der kapitalistischen Gesellschaft, die zugleich, so die Elemente der Aufklärung, die Elemente des Antisemitismus in diesem Buch Dialektik der Aufklärung, die kapitalistische Produktionsweise, die zugleich die antisemitische Gesellschaft ist, kann nur durch diesen Gewaltakt einer Selbstbemächtigung der Aufklärung selbst auf eine Ebene transzendiert werden, wo vernünftige und wo den Individuen entsprechende Beziehungen möglich sind. Der nächste Schritt auf dieser Ebene der Geschichtstheorie und auch dann wieder der Philosophie, welche natürlich zu Hilfe genommen werden muss für die Geschichtstheorie, wäre diese Frage, die du dankenswerterweise aufgeworfen hast in dieser Debatte, nämlich die zwischen dem Dreiecksverhältnis des Allgemeinen, sprich des Gesellschaftlichen in der konkreten Form der Allgemeinheit als Gesellschaftlichkeit, des Einzelnen, eben des einzelnen Allgemeinen als Individuum. Aber als, wenn wir sagen Individuum, dann ist es schon eben das einzelne Allgemeine, nicht nur ein vereinzeltes Partikel des Ganzen, sondern es ist dieses Ganze, was im Einzelnen ein Besonderes bildet, sodass wir dann diskutieren müssten über diese Besonderheitsmitte und über die verschiedenen Herangehensweisen, wie die besten theoretischen Kommunisten, wie etwa Adorno, wie etwa Lukács, wie Benjamin und viele andere, wie Krakauer wären da zu nennen, in der Frage der Bildlichkeit, die gesetzt ist durch den Spiegelungscharakter des Fetischverhältnisses, schon im wahren Fetisch selbst, der einfachsten, abstraktifiziertesten Form, aber auch der elementarsten Form von kapitalistischer Produktionsweise, ist ja eine Rückspiegelung, ein Rückspiegeln am Werke zwischen Subjekt und Objekt. Das kann jetzt nur angerissen werden und auch in der trinitarischen Formel, also der entfalteten Form der Revenuen, wo Lohnarbeit als von Natur aus mit der Arbeit verbunden erscheint, wo Grundrente aus dem Boden zu kommen scheint, wo Kapital selbst Geld zu hecken, Zins zu tragen scheint, ja, wo Verdinglichungen zugleich als Personifizierungen und Personifikationen selbst wieder als sachliche Mächte auftreten. In diesen vertrackten Fetischverhältnissen geht es immer um Spiegelungen, um Reflexionsverhältnisse. Und dieser Schlüssel, diese Spiegelung, diese Reflexionsverhältnisse sind nicht subjektivistisch, nicht nur als Einbildungen, nicht nur als Denkform, die die Warenform setzt oder die Warenform, die die Denkform setzt, in solche Mechanismen zu geraten, sondern in ihrer, nun muss ich das Wort doch mal in den Mund nehmen, in ihrer Dialektik zu begreifen und zu fassen. Da geht es immer um Bildlichkeit, um Spiegelbilder, die verkehrt sind. Und das zu untersuchen, würde bedeuten, dass dann auch das Individuum in einer kommunistischen Gesellschaftlichkeit der Dreh- und Angelspunkt schon für Marx ist, denken wir an viele Stellen in den Grundrissen, die ich jetzt nicht zitieren kann, um dieses Problem, was du dankenswerterweise aufwirfst, der Vermittlung des Gesellschaftlichen, das mehr als eine Allheit ist, wie Hegel es nennen würde, sondern das tatsächlich mehr ist als die Summe der Teile, dass ein aus den gesellschaftlichen Individuen, so der Marx-Terminus, bestehendes ganzes Verhältnis ist,
so zu begreifen, dass nicht, wie schon frühzeitig Marx warnt, etwa der Gefahr man erliegt, die Gesellschaft als Abstraktum wiederum dem Individuum entgegenzustellen. Das sind also alles auch bei Marx keine neuen Probleme. Sie kommen ja von Platon, Aristoteles und vor allem von diesen beiden in einer immer noch nicht abgegoltenen Widersprüchlichkeit, wie mit dem Verhältnis des Allgemeinen, des Einzelnen in der Besonderheit umzugehen ist, wie das Problem der Vermittlung zu lösen ist. Das kann man nicht so übers Knie brechen, indem man jetzt, sage ich es mal, doch eingehend auf eine Anregung von dir, indem man jetzt ein mystisches, allgemeines Äquivalent erhofft, das alles bringen soll. Das wäre in der Tat dann so etwas wie ein hölzernes Eisen, ein Medium, das keine planmäßige Kontrolle der Menschen über ihre Gesellschaftlichkeit erheischt und das zugleich aber den Individuen das Maximum an Entwicklung in ihrer Einzigartigkeit gibt. Das Ganze lässt sich, denke ich, nur anhand der wirklichen, konkreten Besonderheit, nämlich der Bedürfnislage der Individuen, und das ist eine Frage der materiellen und der psychomentalen Bedürfnisse, der gesellschaftlichen Naturwesen, Körperwesen, dieser Menschen Gattungsexemplare ist natürlich ein furchtbares Wort, aber dieser Einzelnen, dieser Persönlichkeiten, dieser Teile der Gattung Mensch mit ihrer Bedürfnislage, wo Marx dann von vornherein feststellt, dass eine Gesellschaftsanalyse nur immer, in dem Brief an Anjenkov schon 1846 zum Beispiel, nur als Beleg, dass Marx sagt, die Gesellschaftsanalyse, die zu unternehmen ist, bedeutet, dass die Beziehungen der Individuen, der gesellschaftlichen Individuen genau zu untersuchen sind und wie sie die verändern können als Individuen, also als mögliche Subjekte, statt einfach sich als Partikel und Funktionen eines, als Charaktermaske und so weiter, eines automatischen Subjekts oder des Subjekts als Automat, wie er es auch an anderer Stelle nennt, bloß zu verhalten. Und aus diese Bewegung in der Geschichte zu verfolgen, wo immer wieder Ansätze waren, das wäre die Aufgabe eines solchen Forschungsprogramms, den Begriff des Kommunismus wiederherzustellen, von diesen Anrissen her. Und ich will dann nur ganz schnell, da verweise ich dann auf den Reader, der dankenswerterweise erstellt worden ist, in Leipzig wurde auch schon daran diskutiert, wo solche auch nicht so bekannten Stellen von Marx zu der Möglichkeit kommunistischer Produktion und Verteilung in einer rationalen, aber auch in einer Weise entwickelt worden sind, in Ansätzen, wo der Spielraum für das gesellschaftliche Individuum in seiner Unberechenbarkeit, in seiner nicht zu kontrollieren, in seiner völlig offenen Bedürfnisentfesselung als Power individueller, disponibler Zeitnutzung und so weiter, wo das auf Basis ganz harter materieller Vorgaben wie dem Reich der Notwendigkeit, was das dann genau heißt, ja, also Mangel verteilen müssen von notwendiger Arbeit. Das sind ja Probleme, die zum Teil heute Scheinprobleme sind, so etwas wie diese Arbeitszettel-Utopie, müssen wir dann in der Diskussion im Einzelnen drauf kommen. Aber das ist immer eine Frage der wie Marx es organisistisch nennt, Reife der Produktivkräfteentwicklung und der Hauptproduktivkraft der Individuen selbst, die diese Produktivkräfte verkörpern und die sie entwickeln, die sie in Beziehung zueinander setzen, als Verkehrsverhältnisse miteinander. Also diese Totalität ist eine ganz genau rational aufhellbare und darin entscheiden sich auch jeweils die Vermittlungsmöglichkeiten, um fetischistische Erstarrungen wie etwa das allgemeine Äquivalent, die allgemeine Äquivalentform zu überwinden. In Formen von abstrakter Gesellschaftlichkeit, die sich dem Individuum als bloßem Einzelnen subsumptiv entgegensetzen würden. Das ist ein Prozess. Da gibt es nicht die Generallösung, gibt es in der Tat nicht den Stein der Weisen. Ich komme zum Schluss. Verweisen auf den Reader sind ungefähr folgende Etappen oder Metamorphosenstadien, könnte man es vielleicht nennen, der wirklichen Bewegung auszumachen, vom Urkommunismus, wie Marx es nennt, zu Formen des rohen Kommunismus,
und von diesen Formen des rohen Kommunismus, also wirklich Gesellschaften ohne Geld, da will ich jetzt gar keine Beispiele nennen, die es schon in den Hochkulturen gab, die eng mit der sogenannten asiatischen Produktionsweise, das gilt aber auch für andere Regionen, nicht nur die asiatische, zusammenhängen, bis zu Formen des Kommunismus, die kleine Produktionseinheiten bis hin zu Arbeiterkooperativen bilden und bis zu der sehr bedeutenden Form des kapitalistischen Kommunismus. Das ist das, was wir heute in Form von Aktiengesellschaften und ähnlichen Organisationsformen haben. Marx nennt das kapitalistischen Kommunismus und vor allem in der Durchschnittsprofitrate, also eine spontane Ausgleichs- und gleichmacherische Bewegung auf höchstem Niveau, die sich gerade in den Banken, im Bankenaggregat, im General Intellect verkörpert, als eine Planungsfähigkeit der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, wenn sie sich dieses Aggregats zu bewächtigen verstünde, das da schon herausgebildet ist. Und erst dann, wenn auf diesen modernsten Formen von kapitalistischen Kommunismus bewusst angesetzt wird und wenn die diskutiert werden, könnte heute auch einen Übergang in den wirklichen modernen Kommunismus, mehr oder weniger reiner kommunistischer Produktion und Verteilung, auch geschafft werden. Denn die Produktivkräfte sind weit genug entwickelt, vor allem die Verkehrsverhältnisse, denken wir ans Internet und so weiter, aber das ist ja alles schon kalter Kaffee. Das ist, geht hauptsächlich um die psychomentalen Fähigkeiten der Menschen, die Konkurrenz zu überwinden und gleichzeitig die Motivation der Konkurrenz in so etwas wie Wetteifer zu übersetzen. Da kommen dann wieder auch fourieristische Ideen, die da fruchtbar gemacht werden können. Also es ist eine ganz nüchterne, nicht utopische Angelegenheit. Das soll nur damit gesagt sein. Ich würde sagen, dann will ich euch nicht weiter mit meinen etwas vielleicht doch großspurig wirkenden Überlegungen nerven und wir können alle weiteren konkreten Fragestellungen und auch Fragestellungen zu der Divergenz, die hier doch vielleicht deutlich wurde, in der Diskussion klären. Ist das okay? Vielleicht von mir eine Bitte vorweg. Teilweise ist es natürlich so, dass wir hier mit dicken Begriffen ganz schön was vorlegen und dass deswegen vielleicht Leute, die jetzt Fragen haben, abgeschreckt werden, weil sie denken, sie könnten was Dummes sagen. Also meines Erachtens, das ist so ein alter Pädagogenspruch, aber es gibt keine dummen Fragen und eventuell verstecken wir uns hinter den großen Begriffen, die wir teilweise verwendet haben, nur. Und indem ihr konkret nachfragt, stecht ihr vielleicht genau eine Stelle, wo wir uns versteckt haben und das ausführen müssen, was wir hier vielleicht nicht ausgeführt haben und dann vielleicht ins Schwimmen geraten. Und es wäre dann auch interessant zu sehen, wo wir ins Schwimmen geraten. Also es gibt keine Fragen, es gibt auch keine, also es gibt keine blöden Fragen und man kann auch hier beim Urschleim anfangen. Soll hier auf keinen Fall in dem Raum ein Problem werden. Und wir würden das jetzt so machen, dass wir die Fragen erstmal sammeln und dass wir vielleicht euch so bitten würden, selber jetzt in der ersten Runde erstmal abzuwägen, ob ihr Verständnisfragen habt oder eher schon exponierte Kritiken, dass jetzt erstmal die Leute am Zuge sind, die eher so Verständnisfragen vielleicht haben. Vielleicht zuerst deine Frage, warum wir Begriffe benutzen, bei denen wir selber glauben, dass wir uns dahinter verstecken. Also, ich würde jetzt nicht von vornherein Begriffe benutzen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht ausführen kann. Ich hoffe schon, alle auszuführen, aber ich bin natürlich lernfähig und merke an Stellen, wenn Leute mir bestimmte Begriffe vorwerfen und sagen, hier, erklär das mal, und dann komme ich in Stocken, an der Stelle würde ich das dann merken. Ja, also ich glaube, wir wollten uns eher hier sozusagen ein Stück weit zur Disposition stellen an der Stelle und nicht sagen, dass wir hier, was ja irgendwie logisch ist, dass wir hier die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben, was halt manchmal passieren kann, wenn zwei Leute vielleicht eher aus so einem philosophischen Kontext Vorträge halten, dass es dann erstmal ein bisschen erschlagend wirkt.
Ne? Darf ich dazu sagen, also dieser, das haben die Begriffe so an sich, dass Hegel spricht eben vom Taumel der Begriffe deswegen, weil ja das eine nur aus seinem anderen, das andere aus seinem anderen und dem einen und so weiter in einem rasenden Pirouette, sozusagen in einem Wettlauf, um dieses jeweils andere zu bestimmen versuchen muss. Da gerät man im Taumel der Begriffe, ja, und kommt sich da also ziemlich akrobatisch dabei vor. So hatte ich, deswegen habe ich genickt. Und kommt sich wirklich ein bisschen unseriös oft auch vor. Also das Problem, ins spekulative Denken zu verfallen bei dem Ganzen, das ist das Unbehagen, das ich jedenfalls immer dabei habe, wenn ich sowas versuche, hier mal zu entäußern, zu einem Begriff des Kommunismus, das ist ja also, also schon vermessen, ja. Sich hier hinzusetzen, einen Begriff von Kommunismus seine Möglichkeit geben zu wollen. Da gerät man in den Taumel der Begriff. Okay, vielleicht zuerst zu der ersten Frage, die gestellt wurde. Was würde ich zu den Begriffen Abschaffung und Revolution denken? Das ist eine sehr allgemeine Frage. Ich versuche jetzt einfach die Sachen zu sagen, die mir dazu einfallen. Zuerst einmal halte ich es für ein großes Problem, dass, glaube ich, die radikale Linke oft sich einer Rhetorik bedient, die die Dinge abstrakt negiert. Also man versucht dann zum Beispiel, also abstrakte Negation bedeutet, dass man etwas völlig ablehnt. Dass man zum Beispiel sagt, Kapitalismus ist scheiße, und so weiter und so fort. Und dass man dann aber auch so sämtliche Begrifflichkeiten, die darin eine Rolle spielt, wie zum Beispiel Gerechtigkeit oder so, dass man glaubt, die mit einem Zug sozusagen abschaffen zu können und dann was völlig Neues an den Start bringen zu können. Und das Problem an der abstrakten Negation ist, dass es eher eine Verleugnung ist und dass einem dann die Probleme dann nämlich, wenn man die Dinge abschaffen will, später wieder auf den Fuß fallen. Also man kennt das so ein bisschen, wenn man anders werden will als seine Eltern und sich das fest vornimmt und sich dann irgendwann wundert, dass man doch ähnlich geworden ist. Und so ähnlich lief das vielleicht auch mit dem real existierenden Sozialismus, dass er mit einem unglaublichen Stolz und Messianismus angetreten ist, dann natürlich ganz viele Dinge wie Herrschaft etc. nicht so einfach lösen konnte, wie er glaubte. Deswegen plädieren Dialektiker wie Hegel oder Adorno zumindest erstmal auf der Ebene der theoretischen Darstellung für eine konkrete Negation. Das heißt, man muss sich den Dingen wirklich so konkret wie möglich widmen und muss wirklich dort auch begrifflich schon versuchen, die Dinge aufzuheben und zu gucken, wohin es einen dabei treibt und kann nicht einfach nur proklamieren, wir schaffen die Ungerechtigkeit ab, um sich dann so eine Art reines Gewissen zu schaffen. Insofern ist der Begriff der Abschaffung, wenn es darum geht, irgendwie alles abzuschaffen oder so, hat viel mit der Überheblichkeit, glaube ich, zu tun, die vielleicht später, also die in einer anderen Frage von dir dann nochmal auftauchte, auf die ich nachher eingehen will. Und das Gleiche hat man natürlich beim Thema der Revolution, also wie fest man jetzt Revolution, also ich denke, man muss die Dinge, die man ändern will und abschaffen will, die muss man sehr konkret benennen und sollte sich nicht hinter Transpi-Slogans verstecken, wo letztendlich dann einfach Floskeln nur draufstehen, aller wir sind die Guten und wir schaffen den Kapitalismus ab. Und also da, ich finde, sowas finde ich ehrlich gesagt infantil. Und trotzdem geht es mir darum, diesen Fixstern, der meines Erachtens gut in diesem marxischen Ausspruch, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, der dort gut drin getroffen ist, den sollte man auf jeden Fall einen Blick halten, behalten. Und damit wäre man dann auch die Frage nach der permanenten Revolution, das ist ja ein Begriff, der von Trotzki kommt, soweit kenne ich mich aus. Ich weiß immer nicht so richtig, was den von
von der permanenten Reformation oder so genau jetzt abgrenzt, der Begriff. Ich glaube, da steckt Zwie vielleicht nachher mehr im Stoff, aber also das Problem, in dem man sich befindet, dass natürlich die kapitalistische Gesellschaft eine Totalität ist, was meint, dass, und ich sage das jetzt in Bezug auf die Produktionsweise, ich meine damit jetzt nicht sowas wie Psychologie oder so, dass alles nun völlig kapitalistisch determiniert ist, aber ich meine, die Produktionsweise ist gewissermaßen aus einem Guss. Und so funktioniert auch der Weltmarkt, dass er alles in sich hineinzieht und selbst wer Subkultur macht und glaubt, irgendwie jenseits der kapitalistischen Produktionsweise was machen zu können, wird das nur so lange machen können, wie er entweder von seinen Eltern subventioniert wird oder vom Staat subventioniert wird. Spätestens dann, wenn man sich selber reproduzieren muss, wenn man also an die Lebensmittel rankommt, die man zum Überleben braucht, muss man irgendwie kann man es vielleicht noch mit einer Subsistenzwirtschaft oder so versuchen, aber das ist ja auch eine jämmerliche Existenz. Insofern, die kapitalistische Produktionsweise hat sich heute weltweit ausgebreitet und einerseits kann man nicht einfach sozusagen sagen, wir wollen jetzt alles abschaffen, weil sich dann einfach ganz viele Probleme stellen, die in der kapitalistischen Produktionsweise auf einer bestimmten Gestalt auch vielleicht besser gelöst sind als im Feudalismus oder so. Also man kann sozusagen nicht einfach mit so einem markischen Spruch daherkommen, als auch man kann nicht sagen, wir ändern das irgendwie mit Reformchen, weil dann hat man eventuell das Problem, dass das grundsätzliche Prinzip, die Akkumulation von Kapital, das, was Marx beschreibt, dass das bestehen bleibt. Also da geht es dann schon irgendwie darum, zumindest dieses Prinzip zu hintertreiben, zu hintergehen, abzuschaffen. Und das ist ein Widerspruch, den ich hier nur so schildern kann. Und ein was, wohin man zurückfallen kann und wohin teilweise zurückgefallen wird, hatte jetzt der Fragesteller Nummer 1 da ja schon benannt. Er hatte das Stichwort Rackets und Banden genommen. Racket ist ein Begriff, der kommt aus der kritischen Theorie, maßgeblich von Horkheimer geprägt. Bedeutet, dass jenseits einer oder auch in einer aber brüchig werdenden Gesellschaft, die über Recht, Staat und Markt etc. strukturiert ist, so etwas wie patriarchale Verhältnisse wieder aufleben können. Ein berühmtes Racket wäre jetzt vielleicht die Mafia, andere Rackets sind vielleicht auch irgendwelche Ghetto-Kid-Banden oder so, wo die Aneignung halt nicht mehr in den gegenwärtigen Formen geschieht, sondern über unmittelbare Gewalt. Und das ist natürlich ein Rückfall, den wir auch nicht wollen. Und leider ist es aber so, wenn man sieht, was zum Beispiel in Afrika passiert mit den Warlords oder so, dass der Rückfall genau oftmals in diese Richtung droht. Und dort kriegt man also mit, dass jenseits des Kapitalismus, der kapitalistischen Vergesellschaftung, die über Geld oder so funktioniert, nicht das Paradies, sondern mitunter noch schlimmere Gewaltverhältnisse lauern. Und wenn man also den Kapitalismus aufhebt, muss man diese Form von Gewalt mitdenken. Ja, zur Küchenpsychologie. Da kann ich jetzt nur mit noch weiterer Küchenpsychologie sozusagen antworten. Also das betraf den Begriff der Überheblichkeit. Du wolltest dann sozusagen mehr von mir. Also ich sag mal so, es gibt eine Überheblichkeit vor 1917, die ich durchaus für gerechtfertigt halte. Ich glaube, Marx ist ja nicht so, dass er nun konkret den Kommunismus beschreibt, wie er sein soll, aber es gibt schon einen Standpunkt der Kritik der politischen Ökonomie und das ist der einer rationalen Regelung der Produktion. Eine Tendenz sozusagen, in die man glaubte, den Weg des Kommunismus schlagen zu können. Und insofern glaubte man auch, den Stein der Weisen ein Stück weit in der Hand zu haben, wie jetzt also nach der politischen Gerechtigkeit auch noch die soziale Gerechtigkeit umzusetzen wäre. Nachdem 1917 aber so viele Probleme entstanden sind und ich glaube tatsächlich, dass es dort also einen blinden Fleck im marxischen Werk gibt, der sich im real existierenden Sozialismus als Herrschaft gezeigt hat, nachdem also so viele Probleme entstanden sind,
ist diese Überheblichkeit nicht mehr angebracht und meines Erachtens oftmals, und da gehe ich jetzt vielleicht weiter in die Küchenpsychologie, hat oft was Adoleszentes, was Pubertäres. Und nicht umsonst wären vielleicht gerade Leute, die in ihrer Pubertät groß Kapitalismus abschaffen und so schreien, am Ende dann Reformer, die überhaupt keine, die sozusagen diesen Fixstern überhaupt nicht mehr im Blick haben. Also ich glaube, es gibt manchmal so ein pubertäres Wollen, also man sieht das ja auch bei solchen Demonstrationen von der Antifa oder so, wo dann teilweise auch revolutionäre Transpis mitgeschleppt werden, dass dort einfach unheimlich großspurige Sprüche gekloppt werden und ich sag's mal als Böses, das ist so ein bisschen, glaube ich sozusagen, was jetzt auch in musikalischen Subkulturen wie Hip-Hop oder so passiert für intellektuelle bürgerliche Kids. Und irgendwann mit Ende 20 werden die Leute dann leider ganz vernünftig und das ist das Problem. Ja, was mich noch so von Hayek unterscheidet oder mein Denken von dem Hayeks, also ich glaube schon, dass man an diesem Fixstern festhalten sollte, den ich dort bei Marx, also den ich zitiert habe, und dass dieser, also dieser Fixstern besteht, glaube ich, darin Wohlstand für alle und individuelle Freiheit für alle. Und ich glaube, Hayek gibt sich doch mit der bürgerlichen Gesellschaft als der beste aller möglichen Welten zufrieden. Und in mir gibt es irgendeinen Antrieb, der darüber hinaus will. Aber bei mir gibt es halt auch sozusagen, ich will auch sozusagen dem real existierenden Sozialismus ins Auge blicken und sagen, hier, wir haben hier ein Problem, es geht nicht mehr so einfach weiter. Ja, das ist schwierig, jetzt so ein ganzes Bündel aufzugreifen. Ich will ganz schnell versuchen, an den angeschnittenen Fragen auch zu antworten. Das Schwierigste, einer der schwierigsten, härtesten Begriffe, wie auch Hegel eben zeigt, der den sozusagen erfunden hat, ist der Aufhebung. Und ich kann jetzt wirklich so, das klingt natürlich jetzt scholastisch, klippschulartig, auf diese drei Seiten des hegelischen Aufhebungsbegriffs hinweisen. Und wir müssen uns überlegen, in der nächsten Zeit, also heute Abend können wir das schlecht beginnen, wie das bei der Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise und aller bisherigen Gesellschaftsordnung durch eine kommunistische Produktion und Verteilung möglich ist. Erstens die Vernichtung der bestehenden, ja, zunächst barbarischen Elemente. Das deutet auf die Frage der Rackets, Banden, was meines Erachtens von Horkheimer sehr stark als sozusagen Adorno in den 30ern beobachtet worden ist in den USA, als eine hochmoderne Form des Monopols, also nicht nur archaischer Rückfall auf Patriarchat und so weiter, Kinship Relations und so weiter, archaische Verwandtschaftsstrukturen wie in Totem und Tabu von Freud beschrieben und so weiter, sondern es ist eine hochmoderne Form des Monopols schlechthin, des Ausschließens der Nichtdazugehörigen, also solche Art Gangstrukturen, wie wir sie inzwischen überall kennen, auch nicht zuletzt in der Linken. Die Linke als Gangland, bestimmte Antifa-Entwicklungen, die sicherlich auch in eine Rackets-Entwicklung drohen zu gehen, denke ich, bezeugen zu können, aus eigenem Erleben, dass da immer Gefahren sind. Und das Zweite wäre bei der Rackets-Theorie, wie sie die kritische Theorie der Frankfurter Schule versucht hat, also anzureißen, diese, was Franz Neumann als den Zerfall des bürgerlichen Staats im Sinne des Leviathan, dieses klassischen Modells, das natürlich auch nicht aus den Büchern, aus dem Buch Leviathan in die Wirklichkeit, sondern aus der Wirklichkeit in das Buch Leviathan und ähnliche Bücher gekommen ist, dass das Buch Behemoth beschrieben hat, einen krassen Fall im nationalsozialistischen Deutschland des Chaos der Eliten und dass dieser Zerfall in etwas des bürgerlichen Staates, was schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr ist, wenn es nicht in die Übergangsform, die Marx als unabdingbar, und ich möchte heute Abend auch da immer drauf rumreiten, in der nächsten Zeit, also in den nächsten Minuten oder halben Stunde werde ich die Gelegenheit benutzen, wo ich nur kann, um auf die revolutionäre antistaatliche Diktatur des Proletariats als eine Quintessenz der marxischen Revolutionstheorie, der situationistischen Revolutionstheorie und so weiter schmerzhaft zu insistieren, als politische Übergangsform von etwas, was die politische Sphäre aufhebt, dass das auch zurückgewälzt, sozusagen Revolvere als Rückwälzung, dass es regressive Formen annehmen, immer kann, eben in den Behemoth, in das Chaos der Eliten, das ebenfalls einhergeht mit solchen Monopol- und Zerfallsstrukturen von Staatlichkeit,
die regressiv sind, barbarisch sind. Und das ist das Problem eben genau dieses, dieser psychomentalen Verfasstheit der Menschen, wo die Gründe des Scheiterns würde ich in einem Grund zusammenfassen, des Kommunismus, seiner Absicht nach. Also des Ideals vom Kommunismus in den Versuchen seiner Realisierung und auch, und das ist das eigentlich Schwierigste, der wirklichen Ansätze, Anläufe einer Bewegung, die den jetzigen Zustand, den jeweiligen Zustand aufzuheben, versucht hat. Und diese Anläufe gab es immer wieder und sie verdienen den Namen kommunistisch. Ja. Und dass die aber stecken blieben, ist ein eigenes revolutionstheoretisches Problem, dem sich vor allem Walter Benjamin und die Situationisten dann auf dieser Linie, nur um nur diese zu nennen, nicht nur als einzige, sozusagen hingegeben haben und natürlich auch die kritische Theorie der Frankfurter Schule, warum Subjekte eben ihre Subjekthaftigkeit gar nicht erreichen können, der Möglichkeit nach, da die Fähigkeiten, da die Subjektkonstitution im automatischen Subjekt, deren Partikel und funktionäre Agenten sie sind, sie doch befähigt, als gesellschaftliche Gesamtarbeiterin, sehr viel an Planung der gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigungsproduktion zu Wege zu bringen. Warum sie das nicht wahrnehmen, woran das in ihrer, also in ihrer individualistischen, könnte man hier sagen, Verstellung, die nicht mit der gesellschaftlichen Individualität eben zu tun hat, sondern eben solipsistisch, monadenhaft wird, zu tun hat. Und da wäre die Generalantwort, das ist eine doppelte Antwort natürlich, dass das Konkurrenzproblem nicht gelöst wird. Die Gründe des Scheiterns sind einmal auf der subjektiven Ebene, dass die Konkurrenz nicht überwunden werden kann, wobei es sich zu hüten gilt, wie Marx immer wieder betont, vor allem an Grundrisse, die Konkurrenz zu verteufeln. Sie ist selbst ein kapitalistisch aufgehobener Fourierismus. Sie ist selbst ein Element des Wettbewerbs, des Wetteifers, ja, um die Produktion der Gesellschaft. Um das Wort mal ausnahmsweise zu benutzen, das ist falsch, das ist kantianisch, idealistisch, aber um das Wort Synthesis mal zu benutzen, gesellschaftliche Synthesis, ja, so ein realistischer kantianismus, das Wort Synthesis zu benutzen, aber in dem Bestreben, die Gesellschaft mit Vernunft und Willen und Bewusstsein selbst zu machen, nicht mehr naturwüchsig zu exekutieren, ist so etwas wie Synthesis zustande zu bringen, und das scheitert an der Konkurrenz ebenso, wie es durch die Konkurrenz bedingt ist, die wir als Konkurrenzsubjekte eben ankonditioniert bekommen. Und dieses Problem, die Konkurrenz nach vorne hin kommunistisch aufzuheben, das ist meines Erachtens der Hauptgrund bisher gewesen, warum wir das nicht geschafft haben, bei allen Fähigkeiten und Einsichten, und dass viele Leute durchaus gerne eine vernünftige, nennen wir es eben kommunistische, man kann es auch anders nennen, Produktion und Verteilung der Bedürfnisproduktion ohne Wert- und Warenform, ohne Fetischvermittlungsform, ohne Staatlichkeit und so weiter hinkriegen wollen. Es ist auch der zweite Grund auf der nicht küchenpsychologischen, sondern psychoanalytischen und analytischen massenpsychologischen Ebene wäre, dass die Angst vor der Freiheit, wie Fromm das ganz richtig nannte, die Angst vor dem Experimentieren der Kommunikationsmöglichkeiten, die da sind. Es ist die Angst, die man schon in der zwischenmenschlichen Zweierbeziehung schon, ja, da ist, in Kommunikation zu treten, die möglich ist. Und diese Angst ist auf gesellschaftlicher Ebene noch viel massiver. Und die Konkurrenz, so steht es schon im Kommunistischen Manifest sehr treffend, zerschlägt jeden Augenblick wieder in der kapitalistischen Form die Koalitionen, also Arbeiterkoalitionen im Sinne von Gewerkschaftsbildung, elementarste Bewegungen und Kämpfe, die immer wieder spontan und unterdrückbar immer wieder um die Arbeitsbedingungen der Ausbeutung der Lohnarbeit entbrennen. Ich verweise nur auf das Buch von Beverly Silver, die das seit 1870 mit ihrem Team da nachgewiesen hat. Das ist eine Reformistin, aber sie hat das ja fleißig alles bis 2000 nachgewiesen. Das ist unausrottbar sozusagen, dieser Zusammenschluss, diese Klassenkämpfe, ja, der Proletarisierten. Aber die Konkurrenz zerschlägt das immer wieder. Die Assoziation auch auf einer Ebene hin in Richtung zur Selbstorganisierung als Klasse des Bewusstseins, um diesen Lukaschen Begriff ganz scharf zu machen, die Klasse des Bewusstseins bildet sich immer wieder in Ansätzen in der Geschichte raus, in kommunistischer Tendenz, sogar mit hohem kommunistischen Bewusstsein, aber sie wird immer wieder durch die Konkurrenz zerschlagen. In der Linken erleben wir das ja auch die ganze Zeit, wie viel da kaputt geht, wie frustrierend das ist. Und das ist ein massenpsychologisches und auch ein individuelles psychologisches Problem für das Scheitern der wirklichen Bewegung. Und das ist natürlich auch auf Basis, das ist eine ganz schwierige Frage, der Unreife. Das ist eine organisistische Metapher, die sehr wackelig ist und sehr schwierig ist. Das führt zu dem letzten Punkt, wo ich denke, dass es ganz entscheidend ist, darüber
zu diskutieren für die bestimmte Negation des Bestehenden, nämlich die Fragen der Bemächtigung. Wie kann diese Kommunikation zu Formen führen, die ohne Zwischenkunft eines abstrakt gesellschaftlichen Allgemeinen von den Subjekten, also das heißt von den Proletarisierten, die das Kapital bisher produzieren, wie als gesellschaftliche Gesamtarbeiterinnen, wie können die notwendige Arbeit so unter sich aufteilen, mit oder ohne Arbeitszettel und so weiter. Heute wird das keine Arbeitszettel oder Geld nach Formen Muttermale mehr bedürfen, dass sie tatsächlich ihre Bedürfnisse befriedigen können auf eine individuelle Weise, die sie selbst wählen, bei Minimierung der dafür notwendigen Zeit auf Basis der kapitalistisch herausgebildeten echten Ökonomie der Zeit, wie Marx das nennt. Das ist eine Frage, dass sie so etwas wie, es war in der Geschichte die Räte, es war der erste große, hier sage ich mal auch Fixstern, da würde ich sagen Fixstern, ich möchte nachher gegen deine Fixstern-Idee auch polemisieren. Aber dieser Fixstern der Pariser Kommune ist eigentlich für den Kommunismusbegriff selbst konstitutiv heute, für den modernen Kommunismusbegriff, weil die Reife der Produktivkräfte und auch die Reife der Zusammensetzung, der Klassenzusammensetzung des Proletariats in der Pariser Kommune relativ gering war. Das war jetzt gar kein richtig modernes Proletariat gewesen, sondern Handwerksgesellen und so weiter. Es waren relativ gering entwickelte Produktivkräfte. Die machen es deutlich, dass Marx natürlich damals, wie alle Früh- und Gefühls- und sonst welchen Staatssozialisten, natürlich für den allgemeinen Arbeitszwang erstmal sein musste, damit die Arbeit auf alle verteilt wird, um die Produktivkräfte zu entfesseln. Das ist natürlich längst obsolet. Heute wird das Problem von Rätedemokratie oder generalisierte Selbstverwaltung, wie die Situationisten es nannten. Und es gibt andere Namen dafür, um nicht in Rätefetischismus zu verfallen. Also die großen Versammlungen, wie der späte de Boer sagt, diese Formen müssen entdeckt werden, aber die werden das Problem haben, die werden das Problem haben, derer zu erwehren, die Arbeit haben wollen. Gebt mir eine Arbeit, damit ich einen Sinn habe, wenn es gar nicht so viel zu tun gibt, wenn das alles weitgehend automatisiert ist. Wenn heute von der Weltbevölkerung vielleicht 500 Millionen nur nötig sind, um das am Laufen zu halten, auf Hightech-Niveau, was elementar für die Bedürfnisbefriedigung, für die Welternährung nötig ist. Und alles andere kann sich in Travail attraktiv, in spielartige Experimente, in Abenteuer verwandeln, in Serien von Abenteuern. Fourier erhält es materiell überhaupt erstmal sein Recht geschichtlich, gemessen an dem, was wir heute an Reife der Produktivkräfte, Produktionsmittel und ihrer Vernetzung haben. Das Problem wird sein, die Leute davon abzuhalten und zu überzeugen. Und das ist die Frage der Kommunikation wieder. Wie geht man mit den Schwätzern um? Wie geht man mit den vielen Wichtigtouren um? Wie kann jedes Tierchen sein Pläsierchen ausleben? Wie können jede, wie es bei den Situationisten heißt, die generalisierte Selbstverwaltung besteht darin, dass jedes Individuum und seine Gefährtinnen die nötige Ausrüstung für seine Abenteuer bekommt. Punkt. Der Rest ist auch bei Marx der, dass das Individuum selbst alle Schranken niedergerissen bekommt von der Gesellschaft und selbst niederreißt, die seine disponible Entwicklung in irgendeine Richtung, die er selbst wählt, nicht normativ, selbstbestimmt. Und diese Frage der Aufhebung, das ist die konkrete Negation, die eine bestimmte Reife, psychomentale Reife und eine bestimmte Reife voraussetzt. Diese Reife mag aber noch so gering sein, wie siehe Pariser Kommune. Die Pariser Kommune hat gezeigt, und ich denke, also das wird auch der, ist auch das, wo ich sozusagen mit dem Rücken an der Wand argumentiere, aber auch offensiv argumentieren möchte, dass, wie Marx es so schön damals in dem Bürgerkrieg in Frankreich resümiert, dass noch so lange Zeit vor den Kommunaden gelegen haben mag, um die einer kommunistischen Ökonomie und ihrer der Gewohnheit daran auch entsprechenden Produktivkräfte auszubrüten. So benutzt er wieder diese Metapher, auszubrüten. Aber die Form der Kommune, die war in der Lage oder wäre in der Lage gewesen, sie zeigte schon durch ihr bloßes arbeitendes Dasein, dass sie in der Lage war für ein paar Monate, die den Menschen, den Produzierenden, adäquatesten, vernünftigsten, rationellsten Bedingungen dafür, für dieses Ausbrüten und für diesen Reifeprozess
herzustellen. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis des Kommunismus auf der politischen oder antipolitischen, wie man will, Ebene, auf der Ebene der Bemächtigung. Und das ist das Problem, über das man ganz konkret in bestimmter Negation diskutieren muss. Bestimmte Negation, wie kann die Staatlichkeit zerstört werden, weil die Pariser Kommune gezeigt hat, dass diese Zerschlagung der ganzen Staatsmaschinerie die Conditio sine qua non für jede wirkliche Bewegung in Richtung kommunistische Produktion und Verteilung ist. Und das ist die Frage, die am meisten verdrängt wird heute, weil natürlich die sogenannten realen Sozialisten sich damit geschmückt haben, sie seien eine Diktatur des Proletariats. Sie waren Diktatur über das Proletariat und sie waren, wie jeder weiß und jedes Kind weiß, und sie waren vor allem eine Diktatur über die Bedürfnisse. Die antistaatliche revolutionäre Diktatur des Proletariats, so haben die Situationisten als erste dann immer wieder modern betont, ist die Diktatur der Bedürfnisse selbst, um es mal so zu drehen. So, das war jetzt also mein Anliegen, das loszuwerden. Ja, weitere Fragen bitte. Die erste Frage von dir hinten. Dort stichst du in ein Wespennest. Das war die Frage, inwiefern Arbeit zum Spiel gemacht werden müsste und gemacht werden kann. Ein Vorschlag Fouriers, das zum Beispiel Friedrich Engels als Ei des Kolumbus bezeichnet hat. Und ich weiß nun von Zwie, dass der diesen Fourier mag und auch dieses Konzept. Und ich weiß von mir, dass es nicht mag. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, das ist Protestantismus potenziert, nämlich eine Not zu einer Tugend zu verklären. Ich glaube, wenn man sich einbildet, notwendige Tätigkeit, also etwas, was man macht, um ein Leiden zu lindern, einen Mangel abzuschaffen oder eine Lust zu steigern, dann ist dieses Machen dahin nicht automatisch irgendwie gut, sondern ist irgendwie sozusagen die Hürde, die man nehmen muss. Und man kann versuchen, diese Hürde attraktiver zu machen, aber ich glaube nicht, indem man zum Beispiel die Arbeitsbedingungen verbessert. Aber ich glaube nicht, dass das Wesen der Arbeit attraktiv werden kann. Das halte ich für eine Illusion. Und da glaube ich, dass man sich selbst was vormacht. Also man kann die Arbeitsbedingungen verbessern, aber man kann das Wesen der Arbeit nicht zu etwas schön machen. Wir suchen natürlich alle jetzt auch in der jetzigen Gesellschaft, wenn wir schon arbeiten müssen, nach einer Arbeit, die uns möglichst viel Spaß macht. Aber dass wir eine Arbeit finden, die uns sozusagen nur Spaß macht, ist ein sehr, sehr großer Zufall. Vielleicht mag das bei Fußballspielern oder so mitunter so sein, ja, aber bei selbst bei denen artet dann wahrscheinlich das Hobby zum Beruf aus. Und insofern und bekommt was Notwendiges, was man macht, um Geld zu verdienen, etc. pp. Also ich glaube, dass da ja, dass das eine Illusion ist. Dann zu dem Vorwurf, wir würden eurozentristisch argumentieren. Da geht bei mir mal ein Warnlämpchen an. Also ich glaube ehrlich gesagt, also du müsstest das vielleicht dann nochmal konkreter machen. Aber ich glaube, hinter der Idee, dass hier etwas eurozentristisch sei, steckt irgendwie die Hoffnung, auf anderen Kontinenten ging es ganz anders und wesentlich besser zu und oder dort gäbe es ganz andere Kultur oder so. Das glaube ich nicht. Also ich war zum Beispiel in Kuba vor 10 Jahren und ich konnte mich dort mit allen Leuten verständigen, die hatten ähnliche Probleme wie ich und die Gesellschaft hatte ähnliche Probleme. Also ich würde da jetzt eher die Gemeinsamkeiten stark machen als die Unterschiede. Also die Unterschiede können in Sprache existieren, die Unterschiede können vielleicht in einem tradierten Machoismus existieren, die Unterschiede können vielleicht in einer Kolonialerfahrung existieren. Ich würde jetzt ich wüsste da jetzt nicht, warum die Probleme, die in Kuba auftauchen, warum die nicht auch in Europa auftauchen könnten. Wenn dort zum Beispiel
ein sozialistisches System herrscht, in dem ja viel gerade das Stichwort Gesundheitsvorsorge, vorne wurde gerade eingeworfen, in dem eine sehr gute Gesundheitsvorsorge herrscht, aber zum Beispiel Punks auf der Straße, die Iros von Polizisten abgeschnitten werden. Also es sind Fragen von sozialistischer Diktatur, die in Europa ähnlich auftreten. Also was ich da vielleicht an der Stelle eher nochmal, was man da nochmal gesondert betrachten muss, ist so ein Anti-Amerikanismus in Kuba, der einer geschichtlichen Erfahrung entspricht, die es hier in Deutschland so nicht gibt, wo man sich dann in Deutschland fragt, okay, Deutschland war jetzt nie irgendwie imperialistisch kolonialisiert sozusagen, warum gibt es hier so einen Anti-Amerikanismus oder so. Also da muss man dann schon Unterschiede anerkennen, aber also ich weiß jetzt noch nicht so richtig, worauf du mit dem Begriff eurozentristisch aus bist. Also ich würde dann am Ende sagen, dass die Menschen auf der Welt und die Gesellschaften dann doch alle an ähnlichen Problemen knaupeln und dass man die Unterschiede dann genau benennen muss, wo die Kulturen oder so unterschiedlich eingefahren sind. Und ja, dann, wie werden die Individuen beeinflusst in der kapitalistischen Gesellschaft und in der sozialistischen Gesellschaft? Ich glaube ja tatsächlich, dass die Leute, ich beziehe das auf dich die Frage, dass die Leute in sozialistischen Gesellschaften stärker auf Linie gebracht werden. Und zwar, also ich würde jetzt vielleicht mal Beispiele bringen, muss man sich nur Subkulturen anschauen, wie die sich in sozialistischen Ländern entwickeln konnten und wie sie sich in kapitalistischen Ländern entwickeln konnten. Also ich denke, dass dort der Spielraum fürs Individuum zumindest in erstweltkapitalistischen Ländern viel größer ist. Also ich denke, dass man das sowohl empirisch festmachen könnte, als auch noch aus einer gewissen Logik erklären kann, dass halt aufgrund dessen, dass Distribution und Produktion der Tendenz nach planmäßig geregelt werden mussten, auch die Teile, die den Plan ausführen, was nun mal die Individuen sind, stärker sozusagen in den Funktionen kontrolliert werden müssen, die sie bekommen. Währenddessen das in einer kapitalistischen Gesellschaft viel anonymer vonstatten geht, nämlich über den Markt funktioniert. Das heißt, dort gibt es nur in Extremfällen einen direkten Zugriff auf das bürgerliche Individuum durch eine unmittelbare Gewalt. Also die Grenzen sind in bürgerlichen Gesellschaften wesentlich weiter gesteckt fürs Individuum. Und insofern, also wenn ich hier eine Relation aufmachen kann, bin ich auch froh, in einem demokratischen, bürgerlichen Deutschland zu leben und nicht in der DDR leben zu müssen. So. Ja, bitte, hake nach. Mhm. Also mein Problem an der Sache ist, dass ich natürlich in der DDR auf Linie gebracht wurde, indem ich in Jugendorganisationen reingedrängt wurde oder wie auch immer. Auf der anderen Seite sehe ich aber die kapitalistische Gesellschaft, die mir vor allem beibringt, dass ich Konsument bin und dass ich Konsument zu sein habe. Und wenn ich nicht Konsument bin, dass ich dann raus bin. Und das zeigt sich in Jugendkulturen, das sind Konsumenten, ganz klar. Aber die Jugendkulturen, die sich gegen Konsum entscheiden, die haben ein Problem. Und alle Menschengruppen, die entweder sich dagegen entscheiden oder keine Möglichkeit dazu haben, werden dementsprechend auch sozialisiert, dass sie in diesem System wenig bis keine Chancen haben. Also es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du sozusagen ein Verbot auferlegt bekommst, wie zum Beispiel mein Vater, der sein Mickey-Maus-T-Shirt nicht in der Schule anziehen konnte, oder ob du selber versuchen kannst, in dieser Gesellschaft ohne Konsum zu leben, was ja Leute machen. Also der Versuch ist zumindest erlaubt, man schafft es bloß nicht. Und da wäre dann noch die Frage, liegt das an der kapitalistischen Gesellschaft oder liegt das eventuell auch sozusagen an grundlegenderen Mechanismen gewissermaßen, dass die Hähnchen leider noch nicht vom Baum in den Mund fliegen. Aber das ist ein anderes Thema, was du da machst. Die Frage ist, wie geht das sozialistische System mit Abweichern? Ja, viel besser als in sozialistischen Gesellschaften. Also in der sozialistischen Gesellschaft
wirst du sozusagen, gibt es, also ist der, ist das Recht wesentlich enger gestrengt, innerhalb dessen du dich bewegen kannst? Kannst du das besser mal kurz irgendwie konkreter machen? Also Kapitalismus geht besser mit Abweichungen um als... Naja, ich kann es vielleicht mal, ich kann es mal an einem Beispiel machen. Also ein berühmtes Thema, aber auch bei Adorno und Horkheimer, ist die Kulturindustrie. Die Kulturindustrie wird dafür kritisiert, dass sie also innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft die Produkte schafft, die die Wiederkehr des Immergleichen bedeuten, die sozusagen den Menschen die Fantasie nehmen einer neuen Gesellschaft und so weiter und so fort. Wenn man sich dann aber die einzelnen kulturindustriellen Produkte anschaut, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung, ist es ja nicht so, dass in der Bild-Zeitung irgendwie welche bösen Leute sitzen, die sozusagen den Leuten eine Meinung eintrichtern wollen, sondern, und das hat man auch wieder ganz gut in dieser Gottschalk-Reich-Ranitzky-Debatte gemerkt, die Nachfrage schafft so dumme Zeitschriften wie die Bild-Zeitung. Die Nachfrage nach, was gibt es denn mal für blöde Bands, nicht, dass ich hier jemanden auf den Schlips trete, die Nachfrage, was weiß ich, nach Superstars und so weiter und so fort, schafft dann halt auch sozusagen solche Musikstile. Also ich würde sagen, da gibt's sozusagen die Wiederkehr des Immergleichen auf niedrigem Niveau, aber es ist nicht so, dass, was weiß ich, wie das beim Neuen Deutschland zu DDR-Zeiten war, dass die Zeitung von oben gesteuert wird, oder wie man das jetzt vielleicht gerade im Iran sehen, dass halt Meinung ganz bewusst gemacht wird. Nein, also und zwar und gesteuert wird. Und ich würde sagen, in der Kulturindustrie funktioniert es schon noch eher so, dass die Zeitungen die Themen aufgreifen, die das Volk hören will. Ich wollte nur sagen, dass ich deinen Blick auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Bevölkerung gerade unheimlich arrogant finde. Wenn du sagst im Prinzip, das Niveau ist so niedrig, weil das allgemeine Bedürfnis nach so einem niedrigen Niveau schreit. Das finde ich gerade, als würde überhaupt keine Lenkung stattfinden. Als würde überhaupt nicht versucht, von einer obergeordneten Stelle das Niveau möglichst niedrig zu halten. Also ich finde, es geht auch ein bisschen an kapitalistischer Logik vorbei, zu sagen, wir suchen uns jetzt eine Nachfrage und dann produzieren wir danach. Weil, also irgendwie ist das nicht der Kapitalismus, den ich erlebe. Und so wie ich es bis jetzt in der Literatur gefunden habe, vielleicht von Hayek oder solchen Leuten abgesehen, auch nicht der, der in der Realität existiert. Also deshalb würde ich jetzt einfach nur so ein ziemlich eindimensionales, da gibt es halt die Nachfrage irgendwie und deshalb gibt es eine Bildzeitung und die Nachfrage sieht eins zu eins genauso aus, wie die Bild aussieht, halte ich halt für ein bisschen kurz begriffen. Also vor allem, da du vorhin entschuldigend gesagt hast, dass wir uns gerade so eher in so einem philosophischen Dialog befinden, da finde ich das irgendwie eher schwach. Und auch nochmal darauf zurückzukommen, also gerade weil du das so in den Kontext gestellt hast, von Philosophie und so, finde ich, ist es halt wichtig, auch bestimmte Kategorien und bestimmte Einschätzungen entweder zu nehmen oder sie zu lassen. Was mir bei dir gerade sehr sympathisch war, war dein Exkurs zu Arbeit als Spiel. Dir missfällt, wenn ich es richtig verstanden habe, der... sag ich mal, verschleiernde Charakter dahinter und dieses, auch mal mit Freude bei dem dabei sein, was man eigentlich nicht will. Halte ich für einen guten Ansatz. Dann wäre aber, wenn das ein Ansatz ist, der Schluss zwingen, zu sagen, die Stellung, die Subkulturen in der DDR hatten, waren weitaus ehrlicher, offener und transparenter, als das jetzt der Fall ist. Also, du sagst, Subkulturen, abweichende Elemente im Kapitalismus, die werden halt entweder kommerzialisiert oder sie kriegen halt nichts zu essen. Und es läuft halt eher so unter der Hand. Da würde ich jetzt nach der Logik, die du bei Begriffen der Arbeit oder Lohnarbeit angewandt hast, eher sagen, naja, dann bin ich auch dafür, Transparenz, Offenheit und wenn, dann ein offenes Vorgehen gegen, weil damit kann man sich leichter auseinandersetzen, als ja, mit diesem marktimmanenten Alltäglichkeiten.
dann verstehe ich die Trennung dann. Punkt. Also das war jetzt Diskussion und Fragen. Also wenn dieses linke Projekt DDR, sag ich jetzt mal, auch ein Stück weit in die Richtung geht, dass die Gesellschaft sich selbst erkennt und versucht selber zu entscheiden, was sie will, dann ist es vielleicht auch mal richtig, dass die Gesellschaft sucht, was eigentlich gesund ist oder was man machen kann. Also ich gehe, das ist, da geht es vielleicht ein Stück weiter weg, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas jetzt im Kapitalismus habe, wie einfach alles ist erlaubt. Also ab 18 sind so Filme freigegeben, wo dann mit Spitzhacken Augen ausgeschlagen werden und so, und das ist gang und gäbe und das ist nett anzusehen und so. Und Verfall wird einfach so hingenommen, indem man nun mit ansieht, ja, das ist die Subkultur, dass sie dann im Dreck sich suhlen oder so. Also das ist einfach mal eine, ich würde vielleicht auch mal von einer, auch wenn einem vielleicht diese Strenge, die da von der DDR vielleicht an irgendeiner Stelle da war, nicht gefällt, ist es doch der Versuch, die Gesellschaft nicht irgendwie blind umherwuchern zu lassen, sondern den Mitgliedern vielleicht auch Mittel oder Werkzeuge zu geben, sich zu organisieren, was aus sich zu machen. Und nicht einfach nur als Bildleser dann Hartz-IV-Empfänger dann, die beschäftigen sich schon mit Kinderkriegen oder irgendwas, also einfach so links liegen zu lassen. Ich finde, das ist eben auch so ein Unterschied, wenn wir gerade davon reden, dass die Menschen irgendwie in Versuch starten, kommen, also zusammenzufinden, dass sie sich dann auch irgendwie darüber Gedanken machen, was sie gut finden sollen oder was einfach nicht in Ordnung ist. Viel Spaß. Jetzt will ich gerade da ansetzen, um vielleicht zwei Fragen. Mir gefällt erstens die Richtung gar nicht, in der die Diskussion in den letzten paar Minuten sich entwickelt, oder schon seit 5, 10 Minuten. Also fühle mich total, als hätte ich vorhin überhaupt nicht, wäre überhaupt nicht drüber gekommen, dass plötzlich eben einfach stur weiter von einer sozusagen Systemalternative zwischen Sozialismus und Kapitalismus sozusagen, wir sind hier im Kapitalismus inzwischen alle und da war mal der Sozialismus oder vielleicht gibt es auf Kuba noch einen Sozialismus und der Sozialismus. Also da fühle ich also sozusagen völlig entwertet und völlig ignoriert, was ich vorhin versucht hatte über den Begriff des Sozialismus eben als aufgehobenen Begriff des Kommunismus, dass man überhaupt erstmal rauskriegen muss, was ist denn Sozialismus als wirkliche Bewegung? Und das war ja nun gerade in diesen versteinerten Formen, die jetzt geschildert werden von dir zuletzt, in, finde ich, also einer Weise, die ich nicht in irgendeiner Form unterstützen würde, als Appell an einen staatlichen Volkserzieher, als einen staatlichen Regulator. Es geht hier wurde die ganze Zeit über staatssozialistische Systeme gesprochen. Und das ist weder Kommunismus, noch ist das eine Phase von Kommunismus oder eine Form von Kommunismus, Frühform vielleicht, da wurde ja Sozialismus auch sehr konfus immer definiert, die irgendwas mit Kommunismus zu tun hat. Weil der Begriff von Kommunismus, das wäre kurz nur auf dich, hier wird zu viel mit Begriffen den Leuten gekommen, warum wird nicht an den unmittelbaren Bedürfnissen der hier Versammelten angeknüpft, suggeriert, als ob es diese Unmittelbarkeit der Bedürfnisse und der Anliegen und der Interessen gäbe. Aber wie jede Unmittelbarkeit, ist es eine hochvermittelte Unmittelbarkeit, ja, wie Hegel sozusagen zuerst gezeigt hat. Es gibt keine direkte Unmittelbarkeit. Sie ist vermittelt und sie ist gesellschaftlich und historisch hochvermittelt. Und deswegen muss bei der Entfaltung, bei der Arbeit des Begriffs über die wirkliche Bewegung, den bestehenden Zustand, eben diese kapitalistische Produktionsweise, die wir auch ja begrifflich fassen müssen, warum wir dann Unbehagen haben oder warum wir sie radikal ablehnen oder regieren wollen oder warum wir sie gar nicht so schlimm finden, zum Beispiel so schlimm wie ein System, das sich sozialistisch schimpft. Das ist alles eine Begriffsarbeit, die, denke ich, da komme ich zur nächsten Frage, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Was sollen wir machen? Was sollen wir jetzt machen? Beginnen mit dieser Arbeit des Begriffs. Wenn wir das nicht tun, dann reden wir vollkommen aneinander vorbei. Die Situationisten haben zum Beispiel damals in den 60er Jahren, das war damals auf einsamer Höhe der Entwicklung auch des Ansetzens an den Bedürfnissen der
Weltbevölkerung und gerade in den entwickelten Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg, den Consumer Capitalism, wo die Menschen nicht wussten, wie ihnen geschieht, vor sogenannter Affluent Society, vor Wohlstandsgesellschaft und so weiter, ja, gleichzeitig ein Unbehagen empfanden, wie nie zuvor in dieser Form, trotz des Zurücktretens der materiellen Verelendung in großem Ausmaß, durchaus nicht ganz und gar, war eine ungeheure psychische Verelendung, die Armut im Reichtum, dann ist es die Situationisten, das Syndrom, das musste damals begrifflich erklärt werden, wenn man erklären wollte, warum die bestehende, wundervolle Wohlstands- und Wohlfahrtsgesellschaft eben doch nicht die beste aller möglichen Welten ist. Und genau vor dem Problem stehen wir heute potenziert, das Unbehagen aus den, und die Formulierung dieses dumpfen Unbehagens großer Massen von Menschen, und das wäre auch das, was du vorhin moniert hast, diese Verachtung, diese elitäre Herabsicht auf eine Masse von Menschen, die vielleicht manipuliert werden oder die für verblödet gehalten werden und so weiter. Das wird mit Recht in Frage gestellt, eine solche elitäre, sozusagen snobistische Auffassung. Gerade Adorno hat sich zu Recht dagegen verwahrt, einer solchen Auffassung die Subjekte für das, was ihnen angetan wird, noch sozusagen als verantwortlich zu behandeln. Das echte Problem ist, dass das Unbehagen nicht artikuliert werden kann, dass die wirkliche Bedürfnislage in einem dumpfen Begehren, dass dann alle möglichen Formen, wo dann Adorno auch gerade derjenige ist, der ganz dezidiert an den entscheidenden Stellen, auch in negative Dialektik, radikal gegen Verdinglichung und gegen Entfremdung argumentiert, nur halt mit einer gewissen Vorsicht, mit bestimmten Vorbehalten, das also so ratzeputz, wie du es auch moniert hast, einfach abzuservieren und die Gesellschaftsleistungen von Tauschprinzip, von moderner Staatlichkeit dann völlig wieder das Kind mit dem Bart auszuschütten und völlig zu hinterschreiten. Dagegen hat Adorno polemisiert und argumentiert, aber selbstverständlich war er für die weitestgehende Auflösung von Verdinglichung und Entfremdung in den menschlichen Beziehungen. Die betraf eben sich bewusst machen, kollektiv und individuell, der Bedürfnisse. Das wäre nochmal rückblickend auf diese psychoanalytische Dimension zu sagen. Die Situationisten, es geht jetzt etwas durcheinander, um die verschiedenen Frageansätze vielleicht kurz anzureißen, in welche Richtung ich denke, dass sie gelöst werden können. Sie können nicht gelöst werden, um es nochmal zu sagen, in einer fast schon nostalgischen Einstreitung des Kaisers Barth Gegenüberstellung von dem Sozialismus, was dieses versunkene, gescheiterte System eines Staatssozialismus war, der Staatskapitalismus war. Wir hatten auch die Diskussion in Leipzig neulich, erst nach 2 Stunden plötzlich stellt sich raus, dass ich mit keinem Gran die Sowjetunion für irgendwie sozialistisch halte. Sie war allenfalls ein Staatssozialismus und dann hatten wir eine sehr spannende und sehr notwendige Diskussion, kann dieser Staatssozialismus so etwas wie Staatskapitalismus gewesen sein? Gibt es Staatskapitalismus? Das sind Hilfsbegriffe wieder. Pollock und diese Angehörigen der kritischen Theorie haben ja auch vom Staatskapitalismus nicht von ungefähr gesprochen und es gab immer wieder Ansätze, diesen Hilfsbegriff zu bemühen, um dieses Monströse, das sich als Sozialismus aufplustert, aber eben ein Staat, eine Erziehungsdiktatur darstellte, ja, um das irgendwie zu kennzeichnen. Einen bürokratischen Kapitalismus, sagten die Situationisten, und das ist alles noch nicht, diese Forschung ist überhaupt noch nicht betrieben, was das für ein System war. Nur so viel müssen wir begrifflich klar kriegen, dass das auf Basis der Lohnarbeit, das heißt die wahre Arbeitskraft, allgemein begründet war. Ja, die Situationisten haben es eine ersatzherrschende Klasse für die Aufrechterhaltung der Lohnarbeit und der Warenproduktion genannt. Das ist ein ganz einfacher, aber treffender Begriff. In welchen bürokratischen Formen, auch kollektiver Staatsprivateigentum sozusagen oder kollektiven Eigentums an den Produktionsbedingungen, das auch immer geschah, dass es natürlich de jure keine Privatkapitalisten gab oder sehr wenige. Ja, das ist natürlich das Besondere, die Besonderheit daran. Aber dass es eine kapitalistische Warenproduktion in krückenartigen, nachholenden Formen einer ungeheuer brutalen kapitalistischen Akkumulation und Industrialisierung war, darüber müssen wir uns doch allererst einigen. Und das ist ökonomisch, wir hatten da zum Glück in Leipzig neulich eine Debatte dann zu später Stunde noch angefangen, noch bekommen, ja, was heißt das jetzt, wenn das in solchen bürokratischen Formen historisch vor sich geht, wie in der Sowjetunion, die sich dann staatssozialistisch schimpft. Eine weitere Frage, was mich traurig macht, wenn so gefragt wird, wie du es zuletzt getan hast, dieser Ruf nach denen, die regulieren sollen, ob ich Splatter-Filme sehen soll oder ob ich irgendwas anderes machen soll. Ja, das wäre das, was vorhin der
Teilnehmer eingeklagt hat, das würde umgehen, die eigentliche Frage der Bemächtigungsformen, etwa wie sie historisch als die Räte aufgetreten sind. Ich verweise auch auf diese Bilanz der Rätebewegung durch die Situationisten in dem Reader, die wir da haben, die wir auch diskutiert hatten in Leipzig dann in dem Seminar. Und da geht es tatsächlich um die ganz knallhart nüchterne Prüfung, welche Formen der Kommunikation, die nicht die Menschen in eine Klientel verwandelt, die nicht die Einzelnen in eine Klientel verwandelt, in Mündel verwandelt, so habe ich dich vorhin verstanden, ja, gegenüber irgendwelchen Repräsentanten. Dass das Problem von Repräsentationen gelöst werden muss, das ist nicht einfach so, wie die späten Dissertationisten sagen, in den großen Versammlungen, die alle Probleme am Hals haben, wie eben die Räte immer alle Probleme nun am Hals hatten, oder die Kommunen als Urform dieser Räte, ja, dieser kommunistischen Herrschafts- oder Verwaltungs- oder Bemächtigungsform. Das ist klar, aber wie sie das lösen, da wird es auch ein Problem von Repräsentanz geben. Das Ganze ist eben ein Aufhebungsprozess. Aber über den muss konkret in bestimmter Negation diskutiert werden, in bestimmter Negation dessen, dass die, wie du vorhin auch auf die Judenfrage von Marx, also diese Kritik von dem Buch Die Judenfrage mit der Dichotomie, die Marx da zeigt, die bürgerliche Gesellschaft, die aus Bourgeois besteht, aus bürgerlichen Warenbesitzern und Warentauschenden, ja, an der Oberfläche der Zirkulation gesehen, in Wirklichkeit besteht es natürlich auch Klassen, wo die einen nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben, wie wir fast alle, und der Rest die Produktionsmittel besitzt oder daran teilhat, an diesem Besitz, an dieser Verfügung. Die Situationisten sagen, die gesellschaftliche Raumzeit wird kontrolliert oder sie wird nicht kontrolliert in einer bestimmten Hierarchie. Diese Klassentrennung, diese Urgrundtrennung jeder modernen Gesellschaft auch, die viele andere Trennungen generiert, die kann eben nur eine solche Dichotomie von monadenhaft miteinander verkehrenden Homme-Bourgeois, Bürger oder Femme-Bourgeoise und ihrem Ausdruck als repräsentierte, aktive oder passive Wahlbürger, wie das auch beschrieben worden ist, eine Euro-Verfassung und der Wahlen und so weiter, die ja gar nicht mal gewählt ist, dieses Europäische Parlament, das ist ja einfach ein Witz, ein Hohn, was dazu führt, dass de Boer sehr richtig schreibt, der späte de Boer 1988, dass über Demokratie wird überhaupt erst geredet, seit es sie überhaupt nicht mehr gibt. Die spektakuläre Analyse zeigt, dass diese Gegenüberstellung, die Systemalternative noch der 60s, ein diffuses, spektakuläres System, allerdings schroff in Blockkonfrontation einem konzentrierten Spektakel, über das es die ganze Zeit im Namen von Sozialismus in Kuba und so weiter, das ist konzentrierte, spektakuläre Warenproduktion gewesen. Konzentrierend in einem Führer, konzentrierend in einer Partei und ihren Imagines und in ihren Ikonen. Ja, das ist gescheitert, weil es eben nicht die Kraft hatte, ein richtiger, offener Kapitalismus zu werden. Es hat eine Krückenfunktion, eine nachholende, eine vorläufige, eine Funktionphase erfüllt und ist aufgegangen, hat sich verschmolzen, hat sich integriert in das integrierte Spektakuläre der heutigen Warenproduktion. Deswegen ist es verfehlt, gelinde gesagt, wenn wir jetzt noch in Termini einer solchen Systemkonfrontation, die längst Makulatur ist, sprechen über die Probleme, die eigentlich anstehen. Dieses integrierte Spektakuläre, das heißt, eine dem Namen nach, der Form nach Demokratie, die aber in Wirklichkeit genau durch diese Tendenz zum Behemoth, durch diese Tendenz der Verschmelzung der, selbstverständlich sind die Formen der Mafia auch die Formen der Wirtschaft, wie die Formen der Wirtschaft auch die Formen der Mafia sind. Die Tendenz zum Racket, das sind alles visionäre fast schon Züge in den 30er Jahren gewesen von der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, die sich jetzt sehr weitgehend auch verwirklichen und verwirklicht auch haben. Also so muss man über die Fragen dieser Zerschlagung der Staatlichkeit und der Ersetzung durch, Zerschlagung ist eine Metapher, das ist ein Prozess, eine Auflösung und so weiter, sondern die Ersetzung dieser Form durch eine generalisierte Selbstverwaltung sprechen, die selbst nur eine Ablösung von dem Mündelcharakter, von dem Klientelcharakter, von dem Untertanencharakter, wenn man so will, ja, von dem passiven Wahlbürgercharakter des Homme-Citoyen ist, sondern die selbst lernt, die Produktion und Verteilung im Weltmaßstab zu diskutieren, in die Hände zu nehmen. Das steht an. Darunter ist es absolut regressiv. Dann kommt man nämlich zu Gemeinschaftsidealen. Ich habe hier verschiedene Male auch evoziert empfunden, dass so eine Gemeinschaft, so eine Nischenzuweisung, der Staat hat ja in der DDR den Leuten die und die Möglichkeiten gegeben. Das war eine Nischengesellschaft halt und das war eben eine Vergemeinschaftung. Und die Leute sind genau deswegen weg, wenn sie nur konnten. Das galt nicht nur für die DDR, ja, sind abgehauen, weil sie nicht mehr ausgehalten haben in dieser Käseglocke.
und so behaglich diese Käseglocke mit Sozialleistungen, Gesundheitssystem sicherlich auch Waren in Kuba vielleicht noch ist im Vergleich, aber es ist eine Käseglocke und das halten die Leute nicht aus, das ist das Grundbedürfnis, unter keiner Käseglocke zu leben und das ist diese Staatlichkeit, das ist diese Repräsentation und wie diese Käseglocke zu zertrümmern, abzulösen, wegzuschieben ist, darüber muss man eben sprechen. Das heißt, dass das Problem, wie können wir so kommunizieren, dass es keine monologische Kommunikation ist, wie kann der, wie die Situationisten es nennen, der bewaffnete Dialog, der seine Urteile selbst vollstreckt, indem er die Welt geografisch in Zeit und Raum und umwälzt, ja, nach der Bedürfnislage der Leute. Das, darüber muss man jetzt konkret sprechen. Die Situationisten, nur um noch darauf hinzuweisen, hatten das fast schon geniale Konzept einer gleichzeitigen subjektiven Forschung, einer Forschung in der subjektiven Bewusstseinslage, eben sie nannten es eine, die Erstellung einer Kartografie der Zonen des proletarischen Bewusstseins und verbunden mit der Durchquerung der verschiedensten Räume und der Kommunikation darüber, sie nannten es La Derive, das Umherschweifen, und das hatte alles spielerische Formen, wo im bestehenden Alltag der Proletarität, das heißt schlicht, dass man seine Lohnarbeit verkaufen muss, seine Arbeit als Lohnarbeit, als Ware verkaufen muss, ja, dass man lohnabhängig in irgendeiner Form ist, egal in welcher Ebene der Hierarchie, man ist nicht mündig, man ist abhängig, man ist in einem infantilen Status, man ist, wenn du so willst, auch in einem adolescenten Status, ja, der da natürlich revolutionaristische Aufwallungen hervorbringt, immerhin, aber diesen Status abzuschaffen und sich frei zu assoziieren, das ist der Fixpunkt, das ist der Fixstern, über den einfach diskutiert werden muss, wie er umsetzbar ist. Das Konzept der Psychogeografie, das heißt einer kollektiven assoziierten Forschung überall auf der Welt, wo man sich mit Leuten dazu verbinden kann, also gleich auf kosmopolitischem Maßstab, nicht in irgendeinem Nationalkonkurrenzstaat befangen, sondern gleich auf kosmopolitischem Niveau sich mit den Leuten assoziieren lernen, mit denen man die kommunistische Produktion und Verteilung experimentieren, vielleicht in Computerspielen und in Experimenten, wo man die Möglichkeiten, die Bedürfnislage erkundet, erforscht, die eigene und die sich assoziiert. Das wäre die Aktualisierung des Fourier. Nicht, dass ich ein Liebhaber von Fouriers lächerlicher kleiner Utopie bin, wie sie August Bebe so schön sein Bändchen dann im Knast geschrieben hat, oder wie Adorno sie neu zugänglich gemacht hat im großen Werkausgabe in den 60ern, nicht ohne Grund. Aber dieses Moment von Travail attractif, das hat Fourier entdeckt und das lässt sich überhaupt erst realisieren materiell. Das lässt sich realisieren aufgrund des General Intellect, auf Basis des kommunistischen Kapitalismus in Gestalt des fixen Kapitals. Und das lässt sich realisieren in Form der Fähigkeiten, ich habe es schon erwähnt, der Menschen heute als Bestandteil innerhalb und außerhalb der weltgesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, ihrer Kommunikationsfähigkeiten, ihrer Kreativität und auch ihrer Neugier. Die Arbeit in dem Maße, wie sie sich automatisieren lässt, nimmt spielerische Züge an. Allein schon am Bildschirm ist das zwangsläufig so. Das Lust-Unlust-Moment in ein anderes Verhältnis zu bringen, in der notwendigen Arbeit, das war die geniale Entdeckung von Fourier und die kann man versuchen sozusagen neu zu erfinden, wie sich das tatsächlich machen lässt. Ein letzter Punkt nur noch, ich weiß nicht, Sie die Frage stellen mit dem Eurozentrismus. Ich denke, dass das genau an das heranführt, diese Begriffsarbeit zu schauen. Kartografie der Zonen, der Reife sozusagen für Kommunismus, aufgrund der, wie Marx es nennt, Trümmer und Überreste untergegangener Produktionsweisen in der kapitalistischen Weltgesellschaft. Und da will ich nur das Beispiel chinesische Geschichte nennen, das Beispiel des Maoismus. Da kann man, wo jetzt dieser weiße Fleck etwa der sogenannten großen proletarischen Kulturrevolution, der Mao-Ära, sich langsam auch füllen lässt durch Forschungen und durch Erinnerungsarbeit und Trauerarbeit und so weiter der Menschen, die damals gelebt haben und viele Dinge aus den Archiven und diese ganze Erhellung dessen, was in China in der Mao-Ära, die ja noch brutaler realsozialistisch auftrat und auch als Modell noch gegenüber der Sowjetunion als je ein anderes Hekatomben zum Opfer bringend dieser kapitalistischen staatssozialistischen Akkumulation als jedes andere Land. Da kann man sehen, dass in der Kulturrevolution beispielsweise hervortrat eine kommunistische Strömung in der Tat. Nehmen wir die Kommune von Shanghai, damals glaube ich schon die größte Stadt der Welt. Da gab es tatsächlich in Kanton,
wurde sie mit von der Armee zerschlagen. Es gab in Beijing, es gab in vielen Provinzstädten solche kommunartigen Selbstorganisationsformen. Es gab vor allem zu erwähnen die proletarische Allianz von Hunan, Maos Heimatprovinz, die immer schon sehr kämpferische Leute hatte. Und die haben tatsächlich sogar Mao-Bilder dann verbrannt. Die haben sozusagen dieses staatssozialistische Fake, dieses konzentriert spektakuläre Bild von dem Durchmarsch in den Kommunismus sozusagen jetzt, aber das war eine Subotnik-artige Selbstausbeutung größten Ausmaßes mit vielen, vielen Menschenopfern, über die wir heute wissen, über diese Traumatisierung. Aber die haben damals das zum Anlass genommen, viele Menschen, viele sehr gebildete Menschen auch, Veteranen der Armee und viele junge Arbeiter, viele Wanderarbeiter, das muss man sich mal näher angucken. Bei Hoffmann zum Beispiel, Maos Rebellen, diese erste sehr sorgfältige Untersuchung schon in den 70er Jahren über die Kulturrevolution. Das waren Strömungen, wo es tatsächlich eine Kommunebewegung gab, die alte asiatische Produktionsweise, diese sogenannte stagnative Produktionsweise, das ist das, was dem eurozentristischen Blick lange entgangen ist. Gerade auch dem marxistischen, der von der asiatischen Produktionsweise, die Marx sozusagen zu einer auf den meisten Gebieten der Welt herrschenden, noch herrschenden, erklärt hatte, analytisch gar kein Verhältnis hatten. Die haben das, unter Stalin wurde die Diskussion abgewürgt über die asiatische Produktionsweise. Und für China wurde ein Feudalismus dekretiert, den es nie gegeben hat. Und so auch für alle anderen Gebiete im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus kann man gucken über afrikanische Produktionsweise beispielsweise. Da wird erst begonnen zu forschen seit ein paar Jahren oder seit 10, 20 Jahren überhaupt erst. Und in der Tat muss da nach den urkommunistischen Residuen, an die Marx auch für Russland ansetzte, um vielleicht den Sprung nicht durchs caudinische Joch, sondern direkt in große Produktivkräfte gestützte Formen von Assoziationen zu schaffen, die kann man noch in vielen Teilen der Welt finden und muss sich überlegen, wie man die mit dem modernsten kapitalistischen Kommunismus und seiner Überwindung verknüpft. Also das war jetzt ein furchtbarer Rundumschlag, aber ich versuchte das mit Gewalt den Karren aus dieser falschen Alternative existierender Staatssozialismus und hier wir in den doch noch freieren Kapitalismus herauszuschieben. Pardon. An der Stelle würde ich jetzt vielleicht einfach mal sagen, 11:45, das reicht. Uhrzeitmäßig. Wir sind jetzt hier gleich noch auf jeden Fall beim Bier. Wahrscheinlich trinken wir noch hier ein Bier. Also ich werde noch mal 10 Minuten rausgehen oder so. Aber da kann man uns dann auch noch mal fragen, falls noch irgendwelche weiteren Diskussionen oder kritisieren, falls es noch irgendwelche weiteren Diskussionspunkte gibt. Ansonsten schöner Hauseweg. Ja.